Games Aktuell Podcast 645. Heute der große Jahresrückblick mit den VR-Legenden Thomas und Andi im Tonstudio. Ja, und damit habe ich auch schon zweimal meine Gäste verraten. Der Thomas und der Andi sind wieder hier. Hallihallo. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Immer wieder schön, euch hier wieder mal zu Gast zu haben. Und das Feld komplettiert wird durch meinen Co-Host Marci. Yes, richtig. Ah, nee, ja, meine ich. Ja, nee, du kannst auch gerne wieder gehen. Ich freu mich auch sehr, ja. Ich habe auch richtig Bock, über das Thema zu reden. Ja, und da wir ja heute den 25. Dezember haben, möchten wir natürlich euch, liebe Hörer, allen erstmal wunderschöne Weihnachten wünschen, die ihr hoffentlich verbringt und im Kreise eurer Lieben, soweit es denn erlaubt ist. Genau, und natürlich sind wir auch gespannt, was ihr geschenkt bekommen habt gestern. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, vielleicht ist ja beim einen oder anderen pünktlich zu Weihnachten noch eine Konsole eingetroffen. Ja. Ich warte ja immer noch auf die PS5, die ich bestellt habe. Wir können euch leider noch nicht verraten, was wir bekommen haben, weil wir nehmen das hier natürlich nicht heute am 25. Dezember auf. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, sondern wir haben das natürlich im Vorfeld aufgezeichnet und ja, hoffen euch trotzdem entsprechend angemessen unterhalten zu können in den nächsten anderthalb Stunden. Ja, ungefähr. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man in der Family ist, die ersten ein, zwei Tage sind noch cool, dann wird es langweilig und wenn man dann ein bisschen Podcast hören kann, ist vielleicht nicht verkehrt. Ne? Ja. Ja. Gut, bevor wir dann zum Eingemachten kommen, wie immer der Hinweis auf unsere Partner-Podcasts aus unserem Haus. Diese Woche waren auch die Kollegen vom Nintendo-Podcast aktiv mit ihrer Folge 123, da haben Kata und Lukas haben über den DS gesprochen. Über den Nintendo DS gesprochen, der ja so eine der großen Erfolgsgeschichten von Nintendo ist. Und auch die Kollegen vom Play Podcast sind mit ihrer Folge 250 am Start. Ich glaube, nächste Woche oder so. Kann es sein? Müsste ziemlich zu Jahresanfang sein, glaube ich, oder? Ja. Also da wissen wir noch nicht ganz genau, was Chris und Sascha sich da Lustiges ausgedacht haben. 250 muss schon was Besonderes sein, ne? Also Leon. Der Chris hat mir auch angeteased, dass man da sich vielleicht auf eine Überraschung einstellen kann. Oh. Was die Überraschung ist, ob es nur eine für den Chris ist oder. Das wird uns überraschen. Wir werden sehen. Oder hören. Die Kollegen vom Buffcast sind natürlich auch am Start. Da wird es natürlich wie immer um WoW Shadowlands gehen, was erst vor einigen Wochen erschienen ist. Und da haben sie sicherlich noch viele Themen zu bereden. Ja, aber da kann ich kurz einwerfen, da hat der Philipp auch gesagt, die haben letztes Jahr so ein kleines Quiz gemacht rund um WoW, ja, was anscheinend gut ankam. Und das machen sie vielleicht. Mhm. Vielleicht. Also könnt ihr vielleicht auch ein bisschen, ne, ja, unter die Buffed-Podcasts aktuell irgendwie drunter schreiben, bitte macht dieses Quiz. Ja. Und der jüngste Podcast aus unserem Haus, der erst dieses Jahr entstanden ist, ist der PC Games Hardware Podcast. Und ja, auch die haben noch nicht so ganz verraten, was sie in ihrer Feiertagsfolge so bringen wollen. Aber wird sicherlich interessante Hardware-Themen sein und wer sich dafür interessiert, kann da ja reinhören. Die neuesten Tuning-Tipps für Cyberpunk, oder? Möglicherweise. Wie es noch besser läuft. Und wenn ihr sonst dann noch Langeweile habt über die Feiertage, könnt ihr ja auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da haben wir euch auch dieses Jahr wieder jede Menge Special-Videos vorbereitet. So läuft zum Beispiel heute das Best-of-Indie-Special, das, glaube ich, der Marci zusammengestellt hat, ja, cool, wo er die besten Indie-Spiele des Jahres vorstellt. Das habe ich schon, jetzt wenn ihr es hört, ich habe es schon zusammengestellt, es ist richtig gut geworden, ich bin sehr stolz drauf. Cool. Ein gutes Gefühl, Arbeit noch nicht getan zu haben, aber schon drüber zu reden. Genau. Und am Wochenende kommt dann zum Beispiel auch noch unser EKF-Video zum Thema Rollenspiele. Das habe ich zusammengestellt. Da könnt ihr euch drauf freuen und auch viele andere Special-Videos. Ja, das Jahr ist nun fast vorbei und wir wollen dann jetzt mal ein bisschen zurückblicken. Wie war es denn so das Jahr 2020 in Sachen Videospiele und allgemein? Also allgemein zitiere ich mal meinen guten Freund Scooter, fuck 2020, das ist eigentlich die Hymne des Jahres, also das war ein unvergessliches Jahr für alle. Ich zitiere jetzt auch noch die Mutti, die gesagt hat, die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Also deswegen unvergessliches Jahr 2020 und aber ich will natürlich auch jetzt an Weihnachten, wo es auch wieder irgendwelche
Einschränkungen gibt, will man eigentlich gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Jeder hat selber mitbekommen, für den einen war es schmerzhafter, für den anderen vielleicht noch ein bisschen erträglicher, aber es war auf jeden Fall nicht schön. Und deswegen videospielmäßig, ja, es war auf jeden Fall nicht verkehrt, Videospiele zu haben dieses Jahr. Es war auf jeden Fall, also muss man auch sagen, dass natürlich, jetzt um nochmal Wirtschaftskrise einzugehen, es gab natürlich auch bestimmte Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel Amazon und Co., die halt extrem profitiert haben. Also die Leute haben gekauft, die Leute haben Spiele gekauft, auch sehr, sehr viele. Ja, die Spielindustrie ist ja anders als die Musik- oder Filmindustrie, die ganz groß gewonnen hat. Also es klingt blöd zu sagen, unter jetzt Pandemie gewonnen so, aber anders als die Filmindustrie, die ja gerade richtig leidet, geht es der ja super. Also du kannst nichts drehen. Switch waren zum Beispiel monatelang ausverkauft. Ja, und dann siehst du halt, James Bond wird vom einen und anderen verschoben und so. Und gleichzeitig kommen die Spiele. Und aber auch an der Hardware-Front, was tatsächlich so, dieses Jahr kam ja nicht nur die neuen Konsolen, klar, Xbox, PlayStation, aber auch neue Radeon-Grafikkarten, neue GeForce-Grafikkarten, neue Ryzen CPUs, und die waren immer so schnell ratzfatz ausverkauft, was zum einen daran lag, dass die Leute halt irgendwie Bock hatten, aufzurüsten und da gleich mal was Neues sich holen wollten. Auf der anderen Seite hat man natürlich gemerkt, dass die Wirtschaft drunter leidet, auch wenn vielleicht die Chinesen das nicht so nach außen tragen und so tun, als ob da alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, hat man da auch gemerkt, dass die Fabriken jetzt auch nicht so produzieren können, wie man es vielleicht möchte. Und also es war auf jeden Fall ein Jahr, wo sau viel, wo sagen wir mal, viel Hardware rausgekommen ist. Bei Spielen war es halt einfach das klassische Übergangsjahr. Neue Konsolen heißt, es kommen halt noch so ein paar ausgewählte Titel für die alte Generation. Und ja, was kann man nicht für die neue Generation? Es war im Prinzip erstmal nur das quasi das letzte Halali der alten Generation. Aber da hat sich Sony halt, also da hatte ich ein Déjà-vu, die haben sich wie 2013, als das letzte Übergangsjahr war, oder als die neuen Konsolen kamen, haben sich halt sehr hervorgetan. Damals kam ja The Last of Us 1 2013 raus. Dazu kam noch auch ein anderer, nicht so kleiner Titel namens GTA 5 raus. Und dieses Jahr hat halt Sony jetzt nochmal hier mit Ghost of Tsushima und Last of Us Part 2 nochmal zwei super Titel rausgehauen. Und das ist, finde ich, aber das, was man allgemein ziemlich beobachtet, ne, dass so das Ende der Generation oft nochmal richtig befeuert wird, wo man ja eher denkt, würde es nicht mehr Sinn machen, vielleicht zu warten auf die neue oder so. Also ich meine, es war ja nicht nur GTA und Last of Us, sondern auch Assassin's Creed Black Flag, wo ich noch weiß, wo ich mir dachte, warum für diese Generation? Warum nicht für die nächste? Und ich meine, es kam ja dann ein bisschen auf für die nächste. Ja, dann Unity hatten. Hat man aber auch nicht damit gerechnet, glaube ich, dass es so schnell ging, dass das gleich dann irgendwie ein Jahr später schon Unity dann rausgeballert wurde. Zu früh. Ich finde aber, es fühlt sich halt auch durch die Zwischenkonsolen, also sprich eine PS4 Pro und eine Xbox One X, fühlt sich das. Ist der Sprung diesmal nicht an. So groß, ja. Und wir haben ja jetzt, also wenn man nach klassischen PS5-Titeln sucht, finde man nicht viele, glaube ich. Und also sprich, ja, die speziell für die PS5 rauskommen, und Spiele für die Xbox Series X gibt es, glaube ich, gar nicht. Gab es das schon mal, Matthias? Kannst du dich erinnern, dass es schon mal den Next-Gen gab, Next-Gen-Launch, ohne wirkliche Next-Gen-Titel? Aber die hast du, also ich meine, wie definiere Next-Gen-Titel? Ja. Weil Demon's Souls ist jetzt zum Beispiel halt, ist es ein Remake, ist aber es ist nur für die neue Konsole. Es sieht super aus. Es gibt, Sackboy ist jetzt nicht, macht jetzt keine grafischen Sprünge, aber es macht halt das, was es spielerisch machen soll, perfekt. Und was gibt's noch? Spidey sieht halt sehr gut aus. Spider-Man ist ein Cross-Gen-Spiel. Es gab noch ein drittes reines PS5-Spiel. Ratchet & Clank? Nee, das ist ja noch Aber Sackboy ist auch kein reines PS5-Spiel. Nicht? Nee, es ist auch für die PS4. Ich sag mal so, also ich dachte jetzt an Killzone Shadowfall. Das war jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten. Das war halt aber auch, es war ein klassisches Next-Gen-Spiel. Es war grafisch. Ich habe es damals auch getestet. Es war grafisch was, wo du gesagt hast, das war auf der PS3 noch nicht möglich. Also an manchen Stellen zumindest. Und es war halt ein AAA-Spiel, Ego-Shooter, das, was du halt erwartest. Ne? Und wenn ich jetzt über gerade PlayStation nachdenke, da sind wir bei einem Sackboy, da sind wir bei einem Ratchet & Clank, und Demon's Souls ist jetzt ein Remake. Wenn es darum geht, das war damals noch nicht möglich und das ist Next-Gen, dann muss ich Astros Playroom in den Raum werfen. Das stimmt, ja. Das ist grandios. Mhm.
weil das wirklich auf grandiose Weise zeigt und darstellt und dich fühlen lässt, was dieser Controller kann. Mhm. Ich finde, bei Astro's Playroom ist es so eine wahnsinnig schöne Kombination, aus dass auf der einen Seite ist es so ein, für PlayStation-Fans so ein Ausblick in die Zukunft der PlayStation 5, weil es sagt, das sind die Features und so kann man sich das vorstellen, also auch mit dem Controller-Feedback und so. Und auf der anderen Seite ist es aber gleichzeitig halt eine Hommage an 20 Jahre PlayStation-Geschichte und die ganzen Charaktere und so. Das heißt, dieses also auf der einen Seite in die Vergangenheit springen, auf der anderen Seite zeigen wir euch aber, was irgendwie in den nächsten Jahren auch in AAA-Titeln möglich sein kann. Das ist schon verdammt schön. Also man muss, glaube ich, von dieser Wahrnehmung weg, dass Next Gen immer bedeutet, ja, jetzt wird die Grafik nochmal um 1000% aufgeblasen. Mhm. An diesem Punkt, über diesen Punkt sind wir, glaube ich, längst hinaus, weil die Grafik ist halt auf einem Niveau, wo es halt nicht mehr wirklich, wo nach oben die Luft dünner wird, sage ich mal. Controller. Also ich bin jetzt tatsächlich jemand, der den neuen PS5-Controller noch nicht mal in der Hand hatte, weil ich jetzt auch die ganze Zeit im Homeoffice war. Und deswegen die Frage an euch, fühlt sich der wirklich so neuartig also an? Gibt es dieses, ich erinnere mich, ja, du fühlst irgendwie die Beschaffenheit des Grases oder so, sind solche Sachen wirklich spürbar? Ja, also in Astro's Playroom wird, wenn du, da läufst du ja über die unterschiedlichsten Oberflächen und du hast da auch so kleine Rumble-Motoren, die bis in die Hörner runtergehen und die dann verschiedenste Effekte da auslösen, je nachdem, über was für eine Oberfläche du läufst. Wenn der über Metall läuft, dann macht das so kleine Klack-Klack-Geräusche und die spürst du dann auch in den, in den Hörnern zum Beispiel. Sehr cool. Und das ist eigentlich auch was ich bei der Xbox vermisse, weil ich finde der Controller, der fässt sich auch ohne die ganzen Features, fässt er sich schon viel besser an als der DualShock 4. Mhm. Also ich habe den jetzt seit einer Woche zu Hause im Einsatz und ich möchte nicht mehr zurück zum DualShock 4, weil der fühlt sich so viel besser an. Der ist ein bisschen schwerer, dadurch liegt er meiner Meinung nach besser in der Hand auch. Und ja, es ist einfach ein cooles Feeling. Ich muss das auch sagen, ich finde, also bei mir war immer ein großes Problem, dass ich mit dem PlayStation Controller nie richtig warm geworden bin. Also ich jetzt damals PlayStation 2 Zeiten und sowas geht es, da war auch der Anspruch an Controller ein anderer, als er heute ist. Also meine erste Konsole war Nintendo 64. Und das ist jetzt kein fantastischer Controller. Es gibt zwar Leute, die verteidigen den immer noch, aber der ist scheiße. Sagen wir ehrlich. Aber ich muss echt sagen, so gefeiert. Weiß ich noch. Aber ich muss echt sagen, dass ich eigentlich immer so schwör auf den Xbox Controller und ich finde den neuen Xbox Controller auch toll. Also der ist halt einfach alles ein bisschen besser. Aber der Sprung von dem DualShock zum DualSense, der ist schon krass und ich finde, dass der DualSense jetzt dem Xbox-Controller auch in nichts mehr nachsteht. Was in der Vergangenheit, finde ich, schon der Fall war, aber jetzt ist es wirklich... Ja, als die PS4 super rauskam, weiß ich noch, da war das ja ein Riesenmakel, der DualShock, weil die haben ja so ein billiges Material verwendet für die Analog-Sticks. Die so abgerieben sind. Die so abgerieben. Ja. Und wenn man mal geschwitzt hat und jeder, der spielt, der weiß, man kann auch mal schwitzen beim Zocken, dann löst sich das irgendwas. Ich brauche doch keinen Controller, wo sich der Stick irgendwie auflöst. Außerdem waren die Schultertasten teilweise. Ich habe dann auch ein Montagsmodell erwischt, wo R2 halt einfach teilweise stecken geblieben ist und so ein bisschen hakelig war. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Riesenunterschied. Also, dass die jetzt wirklich nicht nur sagen, okay, das ist jetzt ein hochwertigerer Controller, sondern ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, auf ntv.de war es, wo halt wirklich dieser Controller als das, ja, mehr oder weniger einzige Next-Gen-Feature rübergebracht wurde, also overall Xbox und also neben der SSD, die natürlich auch irgendwie so ein Feeling rüberbringt, aber wo man sich, glaube ich, auch relativ schnell gewöhnt an kürzere Ladezeiten. Aber ich finde, die ganze Quick-Resume-Sache zählt da schon auch mit rein. Mhm. So. Ja. Ich habe auf YouTube so ein Video gesehen, da zerlegt einer diesen Controller, den DualSense, und bisher hatte man ja Controller, okay, das ist ein Plastikgehäuse, da ist so eine kleine Chipplatte drin und das war's. Hm. Aber dieser, der ist vollgestopft von oben bis unten mit Technik. Okay. Das, wo du dich manchmal fragst, wie haben die denn das da alles reingekriegt? Was kostet der eigentlich? Der kostet knapp 70. 70 ja. Euro, ja. Ja gut, Euro. Aber 70, sie hat man 70 Euro nicht auch für den... Ja. Für den letzten. Ja. Aber ich finde, die haben wir wahrscheinlich jetzt über Jahre durch die, bei den DualShocks haben die letzten 20 Jahre
hat Sony so viel Geld dran verdient, dass sie so gespart haben. Was haben zurückgeben haben sie gedacht, okay, jetzt machen wir mal einen Controller, der ist wirklich den Preis wert. Genau. Hundertprozentig hat der letzte DualShock 4 in der Herstellung nicht mehr als $10 gekostet, aber hundertprozentig. Und die verkaufen den für 60 Euro. Gut, mittlerweile kostet er ein bisschen weniger. Aber ich habe mir auch mal gedacht, Mensch, die verdient sich da eine goldene Nase. Der Xbox-Controller, der letzte von der One, da hast du viel mehr gemerkt, warum das Ding so viel kostet, weil die hatten ja damals auch diese Rumble-Trigger eingeführt, na, dass du schön feinfühlig beschleunigen kannst bei Forza und so. Das war richtig, da hast du auch richtig gemerkt, das ist was Neues. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich habe den neuen Xbox-Controller schon angehabt. Das ist schon natürlich, ja, klar, alles vielleicht ein bisschen besser, aber trotzdem more of the same. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, weil ja Sony relativ früh dann auch rauskam mit, ja, wir haben dies und das, einen neuen Controller und so, dass Microsoft sich da angespornt fühlt und dann sagt, okay, wir müssen irgendwie noch was machen, damit man nicht das Gefühl hat, es ist der gleiche Controller, halt nur ein bisschen, bisschen besser, weil der ist richtig toll. Also ich liebe den Xbox-Controller schon immer. Aber das gehört für mich halt ein bisschen zu der Next-Gen dazu und da sehe ich halt Sony im Vorteil, weil man hat richtig Bock, also auch jetzt nach dem, was ihr erzählt habt, habe ich schon Bock, jetzt den DualSense mal auszuprobieren und da kann man sich natürlich auch vorstellen, was die Hersteller oder die Entwickler mit im Laufe der Zeit, wenn sie mehr Erfahrung sammeln, wenn sie das Ding auch ausreizen und die Anwendungsmöglichkeiten sind ja unendlich. Also da kann man sich so viel vorstellen. Mhm. Im Gegensatz zum, wie hieß es, Sixth Sense oder Six, wie? Six Axis. Six Axis, wo man gedacht hat, naja, wer will denn so steuern? Das hat auch niemand genutzt, auch die Entwickler nicht groß. Hast du da jetzt wirklich Lust, das auszuprobieren? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich muss echt lügen, aber irgendjemand hat zu mir gemeint, weil wir das gleiche Thema hatten und also auf jeden Fall jemand im Haus. Und meinte zu mir, ja, er findet es auch schon beim Xbox-Controller, das ist so ein bisschen schade, dass da nicht genug Innovation drin steckt. Aber wenn man bedenkt, wo die Xbox One jetzt war und wie viele Baustellen es halt für Microsoft gab, um auf dem Level zu kommen mit Sony, war der Controller halt absolut keine Baustelle. Mhm. Das heißt, dass sie sich halt auf alle anderen Punkte halt sehr fokussiert haben und dann vielleicht beim Controller gesagt haben, wir können nicht alles in Angriff nehmen. Verstehe ich schon auch, macht schon irgendwie auch Sinn. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine verpasste Chance. Ja, ich meine, die waren damals bei der One, waren die ja sehr stolz auf den Controller. Ich hatte ja das Privileg, damals zur Xbox One in Tüllung in Redmond zu sein, bei Microsoft. Und dann hatte ich da auch noch eine kleine Tour. Und da stand halt der Controller eben im Mittelpunkt, neben Kinect. bei Kinect war ich in so einem Raum, so ein schalldichter Raum. Also hier in dieser Tonkabine ist er auch irgendwie schalldicht, aber das war nochmal eine neue Form von schalldicht. Wenn man da 2 Minuten in diesem Raum drin ist, hört man sein Blut durch die Adern fließen, ohne Scheiß. Ja. Und den Raum haben die halt dazu genutzt, um irgendwie um Kinect zu verfeinern. Da ging es irgendwie darum, dass Kinect quasi, wenn du mit ihm Kinect redest, da muss ja Kinect den Spielesound filtern. Es muss erkennen, was sagst du und was ist der Spielesound, den Kinect halt über die Lautsprecher auch wahrnimmt. Und das wurde irgendwie in diesem Raum gemacht. Aber das andere war eben der Controller und da haben sie halt gezeigt, da haben sie ihre 3 großen 3D-Drucker präsentiert. Das heißt, die haben halt wirklich jeden Prototypen, also wenn die in Millimeter oder Hundertstel Millimeter, keine Ahnung wie das Ding heißt, verändert haben, haben sie halt gleich wieder so einen Prototypen ausdrucken können und das haben sie halt gesagt, vorher mussten sie das halt produzieren, ja, und jetzt können sie halt geschwind durch einen 3D-Drucker und dann können sie fühlen, wie fühlt sich das an. Dann habe ich gesehen, wie sie so eine Pneumatik gehabt haben, da hat quasi so durch Luftdruck wurden halt 10.000 Mal die Knöpfe gedrückt, also dadurch haben sie halt die Haltbarkeit getestet. Krass. Also die haben da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und ich fand auch wirklich, in der letzten Generation haben sie da deutlich besseren Controller gehabt. Aber ja, jetzt haben sie anscheinend ein bisschen ausgeruht oder haben halt irgendwie auf anderes gesetzt. Ich weiß allerdings noch nicht genau auf was. Also für mich fühlt sich halt, auch wenn du dann die einschaltest, die Xbox Series X und dann siehst du halt das Dashboard, das du von der Xbox One schon gewohnt bist. Obwohl das schon ordentlich auch überarbeitet musste, muss man sagen. Aber ich würde jetzt auch gar nicht so, oder? Ja. Weil bei mir geht es so ein bisschen so, dass dieses Konsolenthema, ich bin ein bisschen müde davon. Ja, vor allen Dingen sind die Konsolen, glaube ich, auch noch ein Thema erstmal fürs nächste Jahr. Die sind jetzt gerade raus. Nicht jeder hat eine bekommen, nicht wahr, Thomas? Ja, also für mich fühlt sich das auch so ein bisschen, habe ich vorhin schon gesagt, es fühlt sich
Also, was ist das Gegenteil von Euphorie? Also, ich hatte, glaube, Ernüchterung. Ernüchterung bei neuen Konsolen. Das liegt halt für mich persönlich unter anderem daran, dass ich halt noch keine der nächsten Konsolen, die ich bestellt habe, auch bekommen habe, leider. Aber hast ich denke, du mehrere bestellt? Also, ich habe. Nee, eigentlich habe ich nur ich wollte eine Xbox Series X bestellen, habe das nicht geschafft. Eine Series S braucht man ja nicht. Und eine PS5 habe ich bestellt bei Mediamarkt.de. Und dann kam halt Mitte November, glaube ich, kam dann eine E-Mail, oder nee, Anfang November, dass sie halt den Termin 19.11. nicht halten können. Und bis jetzt, also wir sind jetzt kurz vor Ende November, wo wir das hier aufnehmen, habe ich weder die Konsole bekommen, noch habe ich einen Termin. Also ich habe da natürlich schon nachgefragt und die haben sich entschuldigt und schieben den schwarzen Peter auf Sony, aber sie können mir keinen Termin sagen. Und das ist halt ein bisschen enttäuschend für jemanden, der, also gerade was PlayStation anbelangt, habe ich jede PlayStation halt zum Day One gehabt. Also jetzt nicht die japanische, aber die europäische Version. Und jetzt hätte ich sie auch gern gehabt, aber hat halt nicht funktioniert. Aber ich denke, ich bin da nicht alleine, da geht es wahrscheinlich vielen Hörern genauso. Oh ja, ja. Da, also das, ich denke, das ganze Konsolenthema wird erst 2021 so richtig Fahrt aufnehmen, wenn dann auch mehr Spiele rauskommen, die dann vielleicht mal zeigen, was die so können. Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal wieder dazu über, zu schauen, was das Spielejahr 2020 denn so gebracht hat. Denn neben der Vorfreude auf neue Konsolen gab es ja auch jede Menge Spiele, die einen gut, die anderen schlecht. Und deswegen kommen wir als erstes mal zu den Flops und Enttäuschungen, die uns dieses Jahr so begegnet sind. Ja, ganz oben auf meiner Liste hier und für mich persönlich auch ist Marvel's Avengers. Da gucke ich jetzt gerade zu Marci rüber, der das getestet hat, ja. Aber inzwischen wahrscheinlich sogar zustimmt. Nee. Nicht? Also ich finde es schwierig zu sagen, weil ich finde, dass es ist keine Enttäuschung auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie schon, weil es ist schwierig zu fassen. Ich hatte das Problem auch beim Test, weil auf der einen Seite finde ich, ist es ein sehr, sehr gutes Spiel und hat seine Momente, wo auch die Genialität so ein bisschen durchscheint. Oder ich hatte auch, ich habe danach wirklich nach dem Test und so, habe ich wirklich phasenweise noch weiter Avengers gespielt, weil ich Bock drauf hatte und habe dann viele Warzones gemacht und versucht auch mich so ein bisschen zu perfektionieren mit Cap als Charakter. Mhm. Hab dann aber, dann merkst du halt auch einfach irgendwie schon immer mal wieder schnell so, dass dann doch auch ein bisschen die Tiefe fehlt. Und das, was du dann eben geboten bekommst, ich kann verstehen, warum es so... Ich meine, sie haben bis jetzt immer noch nicht die Produktionskosten eingespielt, die sie mit Marvel's Avengers hatten, was schon krass ist, weil ich meine, das Spiel kam raus im Mai, oder? Ja, ich meine, ich finde es sehr bezeichnend. Ich wollte es spielen, weil ich halt als Marvel-Fan an der Story und so interessiert bin. Den ganzen Kram, der da hinterher kommt, mit dem ganzen Koop und Games as a Service und so, das hätte mich kalt gelassen. Aber ich habe es dann nicht mal geschafft, die Kampagne durchzuspielen, weil ich den Gameplay-Loop so dermaßen langweilig finde. Das wiederholt sich sehr. Das relativ schnell verloren hat irgendwie. Also mir hat dabei sehr geholfen, halt, dass ich trotzdem die Story in gewissen Passagen ziemlich geil fand und dass ich Kamala Khan als Charakter cool fand. Ja, und wahrscheinlich das Marvel-Herz, was da einen so ein bisschen durchgeschlagen hat. Aber es ist auf jeden Fall, ich verstehe es voll, dass es zu den Flops und Enttäuschungen zählt. Und es ist ja auch, ich glaube, jede Liste oder jedes YouTube-Video, wo du anschaust, wo Leute sich ihre Top 10 zusammentun, da ist Marvel's Avengers auf 1, 2 oder 3. Habt ihr es gespielt? Ich bin mit Superhelden und Marvel kann ich sehr wenig anfangen. Also es stand für mich nie irgendwie großartig zur Disposition, es zu spielen. Ja, ich habe natürlich die Coverage verfolgt und man kann ja heutzutage, ich meine, als ich angefangen habe zu spielen, da war völlig klar, ein Lizenzspiel ist scheiße. Und das hat er eben auf 95% der Titel zugetroffen. Ist ja heutzutage nicht mehr so. Also ist ja auch ein namhaftes Team dahinter gewesen. Aber ja, heutzutage, wenn du dann eben Games as a Service, da hast du halt eben eine riesen Erwartungshaltung und eine riesen Messlatte auch. Und da hat es mich jetzt nicht so überrascht, dass es dann nicht so gut geworden ist. Ja. Was ja, nicht ist, kann aber ja noch werden. Also ich meine, sie werden jetzt ja noch intensiv an dem Spiel arbeiten und so, weil ich weiß, soll im Januar der Kate Bishop DLC kommen. Das ist halt das Problem, es sollte halt nicht so sein, dass man ein Spiel erstmal reparieren muss, während es schon auf dem Markt ist, bevor es dann irgendwie in die Gänge kommt.
Aber das ist ja auch so eigentlich oft gesehen am Ende einer Generation, dass es zwar einerseits diese Highlights gibt, jetzt wie The Last of Us Part 2, aber dass man auch das Gefühl hat, oh, da gibt es ein paar Entwickler, die wollen unbedingt mit ihrer Marke noch die schnellen Euro machen. Lass uns nochmal einen Teil rausbringen. Die installierte Basis ist aktuell so groß wie nie. Und lass uns dann noch irgendwie mit unserem Namen was machen. Und da als Beispiel nehme ich zum Beispiel Project Cars 3. Oh, das ist ein gutes wenn Beispiel. Ich, wenn ich zurückdenke an Project Cars 1 und 2, das war wirklich over the top. Also da hast du wirklich, ich habe die, ich glaube, den zweiten habe ich getestet. Da hatte man schon das Superlativ Schublade ganz nach oben greifen müssen. Und was das jetzt, was sie daraus gemacht haben im dritten Teil, also das wirkt total hingeschludert und ich habe meinen Augen nicht getraut, wo ich das gesehen habe. Das war wirklich für mich so eine der großen Enttäuschungen dieses Jahres. Ich habe es ja getestet und ich finde es immer noch erschreckend, wie ein Spiel im Jahr 2020 passagenweise so aussehen kann wie Project Cars 3. Das ist wirklich heftig. Also es sieht in gewissen Momenten, da wäre selbst die Bezeichnung 2010er Spiel zu nett. So. Also es ist echt. Und vor allem, was sie halt auch probiert haben. Also ich meine, ich verstehe immer noch nicht ganz, was sie irgendwie damit erreichen wollten. Weil dass sie auf der einen Seite sagen, okay, Project Cars ist halt ein Name, mit dem man vielleicht noch eine größere Zielgruppe sich an Bord holen will, weil das jetzt Simulationsracer nicht die Überflieger in Verkaufszahlen sind, das wissen wir alle so. Aber warum die Marke Project Cars nehmen, wo eigentlich klar hätte sein sollen, dass man sich damit vielleicht keine Freunde macht und dann auch noch so ein ungelungener Spagat, der ja wirklich mehr einem Trauerspiel ähnelt in vielen Hinsichten. Also was sich die da gedacht haben, slightly mad, weiß ich nicht. Ja, hast du irgendein Spiel, wo du sagen würdest, ja, das hat mich dieses Jahr stark enttäuscht, Thomas? Um ehrlich zu sein, nein. Es ist aber auch so, ich gebe zu, ich habe vergleichsweise wenig gespielt dieses Jahr. Ich habe wahrscheinlich zu viel Pro Evolution Soccer gespielt. Ich habe schon viel gespielt, aber nicht so viele Titel. Und dadurch, dass ich jetzt halt bei der Making Games bin und nicht mehr Games aktuell und Spiele teste, habe ich halt mir die Creme de la Creme irgendwie rausgepickt und deswegen war da, ich habe im Grunde, wenn ich Enttäuschungen nennen müsste, halt nur aufgrund dessen, was jetzt hier die Kollegen berichten oder was die Kollegen getestet haben. Gestern habe ich gelesen von einem Ex-Kollegen, der halt sich über Assassin's Creed das neue ausgelassen hat, es wäre in allen Belangen schlechter als der Vorgänger und das wäre für ihn auf jeden Fall die Enttäuschung des Jahres. Da gehen halt wirklich die Meinungen auseinander. Okay, das ist die Stimmung bei uns im Büro. Total gegenteilig, da sind alle begeistert. Aber habt ihr auch selbst, so viele Bugs selbst Chris, der und Fails? Ich hab heute ein Video gesehen, das ging so 10 Minuten und da war wirklich ein Bug nach dem anderen. Also, dass du über die Welt fliegst oder dass irgendwie. Also, ich hatte bisher eine verbuggte Quest gehabt bisher, aber ansonsten eigentlich nichts. Ich hatte am Anfang tatsächlich Animationsprobleme öfter mal oder ich bin zweimal, glaube ich, irgendwo reingerutscht. Also in den Boden, also in die Welt. Mhm. Es gab aber Updates, glaube ich, und also ich habe auf jeden Fall jetzt kaum Probleme. So. Also es ist auf jeden Fall kein Next-Gen-Spiel, also man sieht ihm schon an, dass es halt noch der alten Schule angehört. Mhm. Aber ich finde, das ist eigentlich das, was es machen soll. Ganz gut machen, anders als so Spiele wie Fast and Furious Crossroads, um mal so mit einem der Tiefpunkte der diesjährigen Teststrecken aufzugreifen. Der Chris hatte seinen Spaß damit. Ja, da können wir auch verweisen auf, ich weiß nicht, welche Folge es ist. Hat er eine 1 gegeben oder eine 2? Ich glaube eine 2. Also ja, das war halt so, wo wir vorhin bei dem Thema waren, Lizenzguck. Da könnt ihr, falls ihr es nicht gehört habt, einfach mal durchsliden, gerade wenn ihr in Spotify oder irgendwo seid. Da haben wir eine Folge Fast and Furious Crossroads und Project Cars 3. Und ich glaube, dazu der Chris 20 Minuten lang sich über den Plot auslassen. Okay. Hat Spaß gemacht. Über den Plot von Fast and Furious? Ja. Ist der so viel schlechter als in den Filmen? Er meinte es also wirklich, es ist nicht mal, dass das Trash-Herz nicht mal wirklich höher schlagen kann, weil es wirklich einfach so kacke ist. Weil die Filme sind jetzt erzählerisch auch nicht gerade ein Highlight. Ja, und das Schlimme ist halt, es kommt auch wirklich von so einem renommierten Studio wie Slightly Mad, die hat jetzt damit jetzt quasi zwei so total. Also die haben auf jeden Fall um den braunen Joystick des Jahres gekämpft mit ihren zwei Marken. Den haben sie sich auch voll verdient. Einfach übernommen. Ich meine, die haben einen guten Namen
Und haben wir jetzt vielleicht dann zwei Projekte angenommen, die in Summe zu viel waren. Also das ist also eine Vermutung, sicherlich, aber... Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie ja letztes Jahr aufgekauft wurden von Codemasters. Also sie sind ja jetzt Codemasters a Slightly Mad Studio. Oder nee, a Slightly Mad a Codemasters Studio. Vielleicht hat Codemasters auch gesagt, ja, das, was ihr hier noch in Arbeit habt, macht das fertig, macht das weg und dann... Und ja, dann also so eine Übernahme... Die muss nicht, also die muss nicht immer positive Auswirkungen haben, sondern natürlich kann sein, dass Codemasters gesagt hat, wir kaufen euch jetzt hier ein und dann wollen wir natürlich auch dann eine Rendite sehen, sprich wir schauen mal, wo man bei euch vielleicht ein bisschen Kosten senken kann und so. Oder wenn wir für eigene Projekte Unterstützung brauchen, dann müsst ihr uns da ein bisschen supporten. Also, dafür waren aber die Codemasters-Spiele dieses Jahr leider auch nicht, okay. Auch nicht so toll. Ja. Dirt 5 ist halt zum Beispiel nicht so das, was ich mir von einem Dirt vorstelle. Also ja, also... Ich kann verstehen, dass es vielen gefällt. Aber dieses ganze Hipster Bund und bla und Gymkhana und hier und da. Ich hatte tatsächlich meinen Spaß mit Dirt 5, muss ich sagen. Da spiele ich lieber wieder Dirt 4 und fahre richtige Rallyes. Oder Dirt Rally, ne? Das ist mir dann schon zu simulationslastig. Das ist halt mit das Problem, dass sie jetzt sagen, ja, wir haben ja Dirt Rally, wo man richtige Rallyes fahren kann, dann machen wir mit der normalen Dirt-Reihe halt lieber diesen Arcade-Quatsch. Aber sie beachten dabei nicht, dass es halt auch normale, also Leute gibt, die nicht Simulation fahren wollen, die aber trotzdem Rallyes fahren wollen. Ja. Ja. Also weil ich gerade gesagt habe, Codemasters hat dieses Jahr, ich habe gerade die Jahre verwechselt, deswegen aber sie so haben schlimm doch war das Codemasters Jahr. Ein Top-Spiel gemacht mit F1 2020. Richtig, ja, aber da reden wir ja später drüber, ja. Ne? Gut, wir sind noch bei Flops und Enttäuschungen. Ja, was gibt's da noch groß zu sagen? Ein ganz besonderer Fall war Crucible irgendwie, fand ich. Gespielt. Allgemein, was mit diesem Spiel passiert ist, das ist, falls einige das nicht kennen, das ist so ein, ja, auch so ein Team-Shooter gewesen von den Amazon-Studios, die ja große Amazon-Offensive. Ja, die ja noch nicht so lange am Start sind, aber das sollte ihr erster großer Titel werden. Und dann haben die den veröffentlicht. Und ein paar Wochen später stellte sich heraus, ja, das kommt bei den Leuten nicht gut an, das ist schlecht und bla bla bla. Und dann haben sie gesagt, ja, wir entveröffentlichen das Spiel und gehen zurück in die Beta. Und dann noch mal ein paar Wochen später haben sie gesagt, ja, nee, Schluss, aus, vorbei, krass. Eingestellt. Krass, das habe ich aber das auch noch nicht erlebt. Nee, also es wird spannend, wie es jetzt mit New World wird. Das ist ja das zweite große Amazon-Spiel. Ja, das ist ja auch schon seit gefühlt 500 Jahren in der Entwicklung und wurde gefühlt schon 20 Mal überarbeitet. Also ist mit dem, was... Das hat ja auch mit dem Anfangsding, was... Mit dem, was damals angekündigt wurde, hat das nichts mehr zu tun. Nee. Da bin ich echt ja, gespannt. Ja, das sieht man mal. Alles gar nicht so einfach. Ja, auch, wenn man, nicht so einfach, ja. Auch wenn man Jeff Bezos heißt, kann man nicht so einfach mal in die Spiele einsteigen. Aber ich denke schon, dass die da... Weil Amazon sind ja extrem auf ihr Image bedacht. Also wenn die was auf den Markt bringen, dann muss das jetzt nicht brillant sein, aber es sollte auf keinen Fall scheiße sein. Also ich glaube bei dem neuen Spiel, dass sich da unendlich viel Zeit nehmen, bis es halbwegs gut ist und das halt nicht mal sowas raus. Ja, weil noch mal sowas dürfen sie sich eigentlich nicht erlauben halt. Ja, wahrscheinlich nicht. Das geht dann an höchste Stelle zur Qualitätssicherung an. Chef Bezos persönlich. Ja. Tja, und dann sind dieses Jahr auch noch einige Entwickler so mit Remakes auf die Nase gefallen. Mir fällt da Blizzard ein mit Warcraft 3, was ja eine totale Katastrophe gewesen sein soll. Vor allen Dingen... Was schade ist, ne, wenn man auch gerade drüber nachdenkt, wie wenn es jetzt aus Strategiesicht von Blizzard, ich meine StarCraft ist kein Thema mehr, Warcraft 4 ja auch nicht. Das heißt, da waren Spieler ja schon heiß drauf. Ja, aber inzwischen hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert, warum... Offensichtlich hat man bei Blizzard absolut keine Lust mehr auf Strategie. Die ganze Strategiesparte hat Blizzard wohl inzwischen verlassen und die haben auch ein eigenes Studio gegründet, soweit ich das gelesen habe. Deswegen, auf dem Strategiesektor kann man wohl leider von Blizzard in Zukunft nicht mehr wirklich viel erwarten. Ja, und ein anderes, ja, sehr enttäuschendes Remake war wohl 13. Ich habe da nur den Praktikanten kurz mal zugeschaut. Lief ja wohl richtig schlecht. Also eine Dia-Show ist dazu noch und dagegen noch ein flüssiges Spiel gewesen. Echt? Ich habe ja danach, und es war ja wirklich, also wenn so schnell nach Release eines Spiels eine öffentliche Entschuldigung der Entwickler rauskommt, dann weißt du, da ist aber ordentlich schief gegangen. Die sich entschuldigt haben, dass es nicht den Standard ihrer Arbeit eigentlich widerspiegelt, aber Corona hat ihnen ordentlich zugesetzt und so. Ja, aber auf jeden Fall. Dann veröffentlicht man es halt nicht.
Ne? Und man weiß halt verschiebt auch, es. Man weiß halt auch nicht, wie da die ganzen Deals im Hintergrund sind, wie sie vielleicht gezwungen sind auch. Vielleicht hätte das Studio komplett dicht machen müssen, wäre das nicht jetzt rausgekommen oder weiß man nicht. Und man weiß, wenn sie es jetzt rausgebracht haben, haben sie halt trotzdem mal wieder einen Geldfluss, der irgendwie reingeht, wo sie sagen können, das können wir dann vielleicht noch irgendwie aufarbeiten und das Spiel halt noch retten in den nächsten Monaten. Aber vielleicht war das die einzige Möglichkeit, die sie hatten. Weil ich meine, der Image-Schaden ist halt auch enorm. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber neben... Das ist ja auch manchmal schön, wenn man was nicht weiß und dann auch überrascht wird. Auf positive Art. Jetzt hat er mir die Überleitung geklaut, aber er hat sie besser hingekriegt, als ich sie eigentlich im Kopf hatte. Deswegen der musste raus. Hast du das sehr schön gemacht, Marci. Deswegen, ja, lasse ich dich auch jetzt weiterreden. Ich weiß, ich will gar nicht sagen, ich bin auf eure Überraschung gespannt. Wenn man so als Padawan so ein Lob bekommt von seinem Meister, ist schon toll, oder? Ja, das ist im... Also mich kann aber auch böse enden, ne? Wie wir wissen. Also mich hat total der Flight Simulator überrascht. Also das war so echt so ein Überraschungsüberflieger. jetzt geht's hier los mit den Worten. Man wusste ja, der Flight Simulator kommt. Man wusste auch, der Flight Simulator kommt sogar für die neue Xbox irgendwann. 2021, ne? Aber trotzdem unter dem Radar. Ganz genau, trotzdem hat Microsoft das bei diesen Veranstaltungen, also Streamings, die sie halt hatten im Laufe des Jahres, habe ich nie gehört, dass sie Flight Simulator für die neue Xbox auch so ein bisschen ins Boot werfen, sondern sie haben halt, sind auf andere Sachen eingegangen und da kommt der Flight Simulator daher und der hat sich halt wirklich wie geschnitten Brot verkauft, dann die Joysticks, alle Joysticks waren ausverkauft, keiner konnte mal irgendwie liefern, klar auch wegen Corona. Und es gab Videos, wunderschöne Videos. Also das Spiel sieht so toll aus. Es ist so chillig. Und wir hatten dann bei den Kollegen von der PCGH, hatten wir dann sogar das Glück, einen Fluglehrer. Wir hatten Kontakt zum Fluglehrer aus Nürnberg. Und der kam dann vorbei und hat mit so einem ultra genialen Joystick, mit Schubregler, was weiß ich nicht, also mit Pedalerie vor allen Dingen, wenn du so keine Jet fliegst, sondern normale Düsen, normale Propellerflugzeuge, hast du so eine Pedalerie, hatte das dann getestet und war auch sehr, sehr angetan. Also das Spiel ist einfach klasse und auch total schön zum Zuschauen und was da für tolle Flugzeuge sind, vom Mini-Propeller bis zum, glaube ich, A380 ist drin, Frankfurt Airport ist mit drin, allerdings, glaube ich, nur in der teuren Premium Edition. Also richtig tolles Spiel und das ist auch was, auf das sich alle Besitzer der neuen Xbox aufreuen können, weil, wie gesagt, es kommt dann 2021. Und es kommt direkt in den Game Pass. Ne? Also ich meine, es ist ja im PC Game Pass ist schon drin, aber auf den Xbox Game Pass dann zum Veröffentlichungstag, da bin ich schon auch gespannt, muss ich sagen. Da habe ich schon Bock drauf. Was ich bei dem Flight Simulator am überraschendsten fand, als ich es rausgefunden habe, ist, dass das von Asobo kommt, diesem französischen Studio, die vorher A Plague Tale gemacht haben. Das wusste ich nicht. Das hätte ich so überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Ja. Ich konnte mit dem Namen gar nichts anfangen, aber mit Black Tail natürlich schon. Ich meine, Black Tail ist ja auch ein richtig tolles Spiel. Ja. Aber das hat mit Flight Simulator so überhaupt nichts zu tun. Das überrascht mich. Und das ist halt, halt sehr spannend, was die da für eine Technik verwenden. Die haben ja, das Spiel selbst hat ja im Grunde nur eine rudimentäre Grafik. Und die streamen dann halt von einem Server die ganzen high hochauflösenden Satellitengrafiken, die sie da verwenden, um die Welt halt 1:1 darzustellen. Und das ist schon interessant, ja. Ja. Die ist teilweise KI generiert, also die haben jetzt nicht jedes Haus von Hand, sondern da war halt so ein KI-Algorithmus dahinter, der dann Sachen, aber trotzdem sind auch viele Objekte, also du kannst da wirklich, manche sagen, ja, ich bin über meinen kleinen Sportplatz von daheim in meinem Heimatort geflogen oder ich bin über mein Haus geflogen. Und also das ist schon natürlich so der Entdeckertrieb und ja, das ist einfach auch ein total chilliges Spiel so für einen entspannten Abend. Ich finde, es ist auch so ein, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, ich will das also jetzt gar nicht zu negativ machen, weil es sind Weihnachtsfeiertage, alles schön. Aber man hat ja schon auch so ein bisschen den Wunsch irgendwie, man würde gerne ein bisschen rauskommen, man würde vielleicht auch gerne was sehen, man würde gerne reisen oder irgendwas. Und dann so ein Spiel wie den Flight Simulator, wo man halt einfach die Erde umkreisen kann. Und irgendwie ja, auch das hat mir dieses Jahr doch ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir auch gefehlt, ja. Aber es kam im dann wirklich... Im Februar war ich das letzte Mal unterwegs, da war ich in Malmö und danach passierte nichts mehr. Hm. Und ich hatte mich so auf die E3 gefreut dieses Jahr.
Naja. Ich hatte mich auf die Europameisterschaft gefreut. Ja, stimmt, die ist ja auch ausgefallen. Ja. Kommen wir mal zurück zu den Überraschungen. Meine größte Überraschung dieses Jahr war Fall Guys. Das habe ich 2019, glaube ich, auf der E3 schon mal angespielt gehabt. Damals am legendären Devolver-Stand. Da fand ich so, ja, okay, interessantes Konzept, so Takeshis Castle und mit lustigen Figürchen. Hat mich da aber noch nicht so richtig umgehauen. Und hab dann halt auch so eine eher neutrale Vorschau geschrieben gehabt und dann, ja, abgehakt und dann war es wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Und dann, als es dieses Jahr dann rauskam, merkte ich schon so kurz vorm Release, wie sich irgendwie im Internet so ein gewisser Hype aufbaute. Aber was für einer, ne? Also wie so eine richtige... Und dann, ja, wurde hier einer gesucht, der das testen soll. Ich hatte nicht so richtig Bock drauf. Ich wollte es mir zwar angucken, aber wusste jetzt nicht so richtig, ob ich das testen soll. Dann musste ich es doch machen. Und ich fand es eigentlich richtig cool. Und war echt fasziniert. Und es ist halt so dermaßen lustig, auch einfach anderen beim Scheitern zuzuschauen. Daraus zieht es auch so eine gewisse Faszination. Ich habe weiß nicht, ob ihr Takeshis Castle seinerzeit gesehen habt. Natürlich, DSF immer geguckt. Also wer auf Schadenfreude steht, der muss das gesehen haben. Und ich meine, den Japanern ist ja auch nichts irgendwie peinlich und so, die machen ja auch alles mit. Super lustig. Und das ist das Spiel. Aber es gibt's wieder, oder? Takeshis Castle, ne? Ja, ich habe es wieder. Beim Seppen stößt man manchmal wieder drauf, ja. Ich weiß aber nicht, ob das ist, heißt es noch so oder ist es anders, aber... Oder ich habe das Gefühl, heutzutage, wenn du irgendwie was neu auflegen musst, entweder du machst es bei Netflix oder bei Amazon Prime oder es kriegt keiner mit. Ich glaube, dass es tatsächlich, also jetzt kann ich voll falsch liegen, aber ich bild mal, dass es irgendwie auf YouTube war, dass es wirklich so ein YouTube-Ding war, okay. Irgendwie. Kann auch sein. Anyway. Ja, und vor allen Dingen, jeder, der auch Spaß an Fall Guys hat, der muss unbedingt dem Fall Guys Twitter-Account folgen, weil der ist grandios. Super, ja. Der Community Manager, der ist echt großartig. Und das ist, glaube ich, auch so für mich, wenn ich das jetzt so einschätzen müsste, das war der einzige wirkliche Hype 2020. Bei den Konsolen, finde ich, war jetzt kein richtiger Hype, weißt du, wo man die Energie richtig spürt. Aber bei Fall Guys war es wirklich für so ein paar Tage und Wochen. Es gab noch ein paar, zum Beispiel das nächste, was wir auf der Liste haben, Among Us. Das ist ein Spiel, das eigentlich schon 2018 erschienen ist. Aber dieses Jahr so einen Durchbruch geschafft hat, weil es irgendwie mal ein paar Streamer aufgegriffen haben. Und dann hat das so eine Eigendynamik bekommen, dass das in ungeahnte Höhen geschossen ist. Auf Steam hat es lange Zeit irgendwie die Liste der meistgespielten Spiele angeführt. Die Mobile-Fassungen sind auch sehr beliebt, ne? Kamen die dieses Jahr? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, das ist halt auch so ein interessantes Konzept. So, wo halt, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 8 Spieler, glaube ich, da auf so eine Karte geschmissen werden. Ein oder zwei sind halt, wie nennt sich's, sind halt die Imposter. Also so, und die müssen halt rausgefunden werden von den anderen. Und man weiß zwar von sich selbst, dass man der Imposter ist, aber man muss natürlich dagegen arbeiten, dass die anderen nicht mitbekommen, dass du derjenige bist. Das zum Anschauen zumindest finde ich es interessant. Es ist ein kluges Prinzip, so Jans. Kommt ja auch gut an. Ne? Ja. Was gibt es sonst noch für interessante Überraschungen? Thomas, was hat dich überrascht? An Spielen. Thomas lässt sich nicht mehr überraschen. Der ist abgehärtet. Auf alles auf vorbereitet. Ja. Nee. Also bis auf die Tatsache, dass Microsoft und Sony die Vorbestelleraktion so verkackt haben, hat mich eigentlich nichts überrascht. Man muss ja auch dieses nicht... Jahr, ich meine, wenn du ein Corona-Jahr hast, also klar, da wird ein Cyberpunk nochmal verschoben, überrascht mich das? Nee. Da kann dich nichts mehr schocken, ja. Nee, da kann mich nichts mehr schocken. Also Überraschungen müssen ja auch nicht immer so kleine Indie-Spiele sein, sondern wir haben ja auch Ghost of Tsushima auf der Liste stehen, was ich zum Beispiel persönlich... ja, auch so ein bisschen als zumindest kleine Überraschung sehen würde, weil ich hatte es am Anfang erst nicht so für mich persönlich auf dem Schirm, weil ja, Japan und ich bin ja nicht so der Freund von japanischen Spielen. Es ist ja kein japanisches Spiel, sondern kommt ja von dem westlichen Entwickler. Mhm. Und es hat mich dann doch ausgesprochen stark
begeistert. Also ich habe es noch nicht selbst gespielt, aber es ist mit so die größte Überraschung, finde ich, das dieses Jahr, weil Sucker Punch. So, und ich will nichts gegen Sucker Punch sagen. Ich habe Infamous 1 und Infamous Second Son, ja, beide gespielt und es waren coole Spiele. Second Son war ein solides Spiel, also ich finde, hat einen guten Job gemacht. Es war aber dieses obere Mittelklasse Blockbuster-Spiel, was aber jetzt nicht in der AAA-Liga so wirklich mitspielt. Und mit Ghost of Tsushima haben sie ja wirklich einen Sprung geschafft, der wieder einmal, was PlayStation Studios irgendwie in den letzten Jahren angeht, mich total überrascht. Also auch mit Horizon und Guerilla Games, die von Killzone zu Horizon, das ist einfach krass. Ja, du sprichst es schon an, also deswegen war auch für mich die Überraschung nicht so groß, weil ich bei Sony Exklusivtiteln da mittlerweile so ein Gottvertrauen habe. Ja, aber ich meine, ich habe so ein Days Gone. Also Killzone war technisch super, die Killzone-Reihe, aber erzählerisch, naja, und dann hauen die halt so ein Horizon raus, wo du denkst, okay, da hat irgendjemand noch so eine Formel drüber gelegt, damit es richtig geil wird, ja. Und ähnlich, God of War waren auch immer geile Spiele, aber das neue God of War ist halt ein großes Spiel, ein erwachsenes Spiel, sehr erzählerisch super. Und das waren so zwei Beispiele, die eigentlich bei Ghost of Tsushima mir dann gesagt haben, okay, also da wird, glaube ich, auch, weil Sucker Punch, ja, eben, also mir hat Infamous Second Son damals, ich fand es technisch einfach super, ja. Also mit welchem Affenzahn du da durch die Stadt wetzen kannst, also da wusste ich, okay, technisch haben sie es total drauf und erzählerisch, da wird schon jemand in diesem Sony-Universum, wahrscheinlich hier die Sony Worldwide Studios, die halt da drauf schauen, die sagen, also hier, wenn wir einen Exklusivtitel rausbringen, dann muss der auch erzählerisch ein gewisses Niveau erreichen und. Kleine positive Überraschung war es, aber ich habe da wirklich schon mit so einem Top-Titel eigentlich auch gerechnet. Ich habe da irgendwie mit so einem Days Gone gerechnet, so in der Liga. Days Gone war bei mir halt auch so ein Spiel, was halt im letzten Jahr für mich die große Überraschung war, weil das, weil ich halt nichts von erwartet habe und dann war es am Ende richtig gut. Ich habe noch eine Frage, Matthias. Du hast gesagt, es hat sich total begeistert. Waren es die Kämpfe, die dich begeistert haben? War es die Atmosphäre? Ja, so die ganze Atmosphäre. Es ist jetzt grafisch nicht das schönste Spiel des Jahres, sage ich mal. Man sieht schon, dass hier und da ein paar Kompromisse eingegangen wurden, halt auch um zum Beispiel diese exorbitant schnellen Ladezeiten hinzukriegen, die sehr überraschend waren und halt so dieses Gesamtpaket und halt wie man dann mit dem Samurai da so kämpfen kann. Das fand ich eigentlich schon ganz cool gemacht. Storytechnisch hat es jetzt für mich jetzt keine Bäume ausgerissen, muss ich sagen. Aber sie haben halt die Open World sehr gut umgesetzt und es gab kaum was Nutzloses, was man dort hätte machen können, sondern das hatte alles irgendwie einen Sinn. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, also um es kurz zu machen, wenn Ghost of Tsushima ein Microsoft-Titel gewesen wäre, dann würde ich ihn hier bei den Überraschungen ganz oben hinschreiben, auf Platz 1. Ich meine, wir reden ja nachher noch über Branchen-News und über manch Akquisition, die Microsoft vielleicht aus einer gewissen Notlage heraus getätigt hat. Aber da du gerade God of War erwähnt hast, hat es euch überrascht, dass sie dieses Jahr schon God of War 2 angekündigt haben, dass dann nächstes Jahr schon erscheinen soll? Soll, ja. Also naja, gut, es wird wahrscheinlich nochmal verschoben, das aber... Das Spiel wird, ja. Ich meine, sie müssen ja ein bisschen was ankündigen, weil sie haben ja nicht so viel. Also jetzt Astros Playroom jetzt in allen Ehren, aber das kann natürlich mit einem God of War und Co. jetzt nicht so mithalten. Also selbst sie müssen ja ein bisschen anteasern. Selbst Horizon 2, was ja auch schon angekündigt ist, wie heißt es nochmal? Forbidden West. Wo ich im ersten Moment gedacht habe, das wird auf jeden Fall ein PS5-Exklusivtitel, hat sich ja jetzt herausgestellt, das Spiel wird auch für die PS4 erscheinen. Deswegen glaube ich auch... Dafür wahrscheinlich eher als gedacht, wahrscheinlich schon im Frühjahr. Ja, und deswegen glaube ich auch, die haben da irgendwas jetzt gebraucht, wo sie sagen, okay, das ist jetzt ein PS5... Das neue God of War wird nicht für die PS4 kommen. Glaube ich nicht. Das kann hoffentlich. Also sie haben es jetzt noch nicht. Ne, also ich finde halt, immer, das ist wie so eine große Eisenkugel an dem Bein des Spiels, wenn es halt für die alte Generation kommt. Das hat man in der Vergangenheit oft gesehen. Es war immer ein Unterschied, ob es ein Cross-Gen-Spiel war oder eine reine Entwicklung für die Next-Gen-Konsole. Und deswegen, ich freue mich natürlich total auf Horizon. Aber ich glaube, das wird halt
wie der Vorgänger, nur in besser, und es wird halt kein so richtiges Next-Gen-Spiel. Ich meine, Horizon Zero Dawn sah ja auch schon brillant aus und ein grandioses Spiel. Und da sage ich mir, naja, was kann man jetzt von einem Cross-Gen-Spiel erwarten? Es wird sicher vielleicht, also mindestens so gut, oder ich hoffe, dass es zumindest so gut wird, aber es wird halt nicht, es wird halt kein Next-Gen-Spiel. Ich denke, die haben da sehr früh angefangen. Also ich glaube, die Zeit nach Horizon haben sie wahrscheinlich nicht viel Zeit genommen, um Urlaub zu machen, sondern die haben da wahrscheinlich sehr früh angefangen, weil ich glaube, das Spiel, so ein Spiel ist, glaube ich, so teuer in der Mache, dass da am ersten Teil vielleicht gar nicht so viel dran verdient ist, sondern wenn die dann wirklich die Engine und alles steht und so, dann geht es beim zweiten Teil so richtig ans Geld verdienen, und da brauchen sie halt eben die Installed Base, die nicht nur aus ein paar Glücklichen, die eine PS5 bekommen haben, besteht, sondern auch auf vielen, die eine PS4 haben. Ja. Trotzdem traue ich ihnen zu, gerade was SSD anbelangt, dass sie da also wirklich auch bei der PS5-Version, dass man da schon einen deutlichen Unterschied merken wird, aber solange ich noch keine PS5 habe, freue ich mich über Spiele, die auch noch über die PS4 kommen. Gut. Sind wir ein bisschen abgeschweift in die Vorausschau. Die hört ihr dann übrigens nächste Woche an gleicher Stelle. Aber wir kommen mal wieder zum Rückblick auf das Jahr 2020. Und da gab es ja dieses Jahr, wie du eben schon angesprochen hast, auch jede Menge interessante Branchen-News. Mhm. Allen voran, also ich glaube, der größte Brüller dieses Jahr war sicherlich Microsoft kauft Bethesda. Da haben wir alle erstmal heftig geschluckt. Ja. Also vor allem meine Freundin, die ein großer Bethesda-Fan ist, aber nicht unbedingt ein Microsoft-Fan ist, die eigentlich keinen Bock auf Xbox hat und die natürlich jetzt Angst hat, dass die Spiele, dass sie die jetzt nicht mehr spielen kann. Aber ja, wie schon angedeutet, es ist so ein bisschen diese Verzweiflungsaktion, weil Microsoft hat vieles probiert in den letzten Jahren, die haben Studios gegründet, Studios aufgekauft, aber ja, man hat immer so bei Spielen wie Quantum Break oder so, man hat immer das Gefühl gehabt, das ist so ein paar Prozent, es ist halt keine 90, sondern es ist halt vielleicht eine 82 in Wert, also in früheren Wertungen, als wir noch Prozentwertungen hatten, gedacht. Und aber ist Bethesda da jetzt der richtige Zukauf, weil so wirklich hier Hitbranden hatten die auch schon länger nicht mehr? Ja, also Doom Eternal ist für mich ein Top-Titel dieses Jahr gewesen. Die Wolfenstein-Titel. Wolfenstein, The Evil Within. Die Spiele, die Bethesda nicht selbst entwickelt hat, ja, da habt ihr schon recht. Aber. Also die haben schon, es sind natürlich schon viele tolle Marken, und eigentlich ist es schon ein genialer Schachzug, muss man schon sagen. Also jetzt vielleicht tatsächlich aus der Not geboren, weil wenn man sich halt anschaut, trotz der Zukäufe, was hat Sony für Exklusivstudios, vor allem was hat Sony für Exklusivmarken und wo sind Microsoft, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, das ist ein riesen Gap zwischendrin, und das versuchen sie halt zu schließen, und das haben sie natürlich, war eigentlich aussichtslos mit Zukäufe oder mit Gründungen von neuen Studios, und da haben sie natürlich jetzt mit Bethesda jede Menge tolle Marken, auch tolle fähige Entwickler, nur sie müssen es halt auch jetzt die PS auf die Straße bringen, und da sind sie halt oft gescheitert, also gerade so Quantum Break, Remedy, tolle Schauspieler, und da denkst du, das wird so richtig geil, und es war ein gutes Spiel, ich habe es damals auch gern durchgespielt, aber es war halt kein Uncharted, ja, kein Horizon. Da guckt der Crackdown an, also ich meine, die haben Crackdown Thieves, hat sich natürlich gemacht, aber war am Anfang auch, darfst du eigentlich in der Form auch nicht auf den Markt bringen, also die haben so viele Fails irgendwie gehabt und haben vieles probiert, und klar, dann kaufen sie Ninja Theory, aber mit Ninja Theory allein gewinnst du auch keinen Krieg. Also das war wirklich für mich eigentlich mit die größte Überraschung auch, weil so Take-Two wird aufgekauft und dieser wird aufgekauft, das hört man ja schon seit Jahren, ja. Ich habe da nie dran geglaubt. Für mich waren Take-Two ist zu teuer. Genau, für mich waren die immer zu groß und zu teuer, und nee, die kauft keiner, aber da hätte ich sofort gesagt, Bethesda gehört natürlich auch dazu. Die sind auch viel zu groß und zu teuer. Ja, ich meine, man muss auch bedenken, dass die halt auf der E3 eine eigene Pressekonferenz hatten. Gut, aber Microsoft ist halt auch einer der wenigen Unternehmen weltweit, die halt auch einfach mal 7,5 Milliarden in die Hand nehmen können. Richtig. Und das juckt die dann nicht sonderlich, weil die haben ja ganz andere Geschäftsfelder, mit denen die halt noch viel mehr. 7,5 Milliarden. Also ich muss mehr sagen, als Star Wars, ne? Wo, also doppelt, dreimal so viel wie Star Wars? Nee, Star Wars waren 2-3 Milliarden. Ja gut, nee, ich persönlich würde zu Star Wars vielleicht 100 Millionen ausgeben, aber ich bin auch ganz Star Wars. 4 Milliarden war, glaube ich, Lukas Arzt. Nein. Es war ungefähr doppeltes. Ist egal, auf jeden Fall weitaus weniger als Bethesda. Ich sag mal so, ich kann mich erinnern, als die Xbox One damals rauskam und am Anfang halt nicht sonderlich gut ankam. Also man hatte natürlich immer wieder mal so, gab es Gerüchte, ja,
geht Microsoft vielleicht irgendwie auf. Ja? Haben die vielleicht irgendwann keinen Bock mehr? Die verbrennen da so viel Geld. Prinzipiell freue ich mich auf jeden Fall drüber, dass Microsoft weiterhin ein großer Player bleibt, dass es die Xbox weiterhin gibt, weil Xbox und Sony einfach, der Markt ist groß genug und konkurrenzbelebtes Geschäft. Die befeuern sich gegenseitig, ja. Also, da kann man jetzt drüber streiten, ob die jetzt wirklich so ein Multiplattform-Anbieter wie Bethesda jetzt quasi den anderen irgendwie wegnehmen müssen, ja. Das ist halt die große Diskussion, die dann entstanden. Ja. Von wegen, ja, sie kriegen nichts selbst auf die Reihe, also kaufen sie anderen Leuten was weg. Da gibt es ja jetzt halt auch Diskussionen hin und her, wie exklusiv werden die Spiele in Zukunft wirklich sein. Können sie sich's erlauben, an Elder Scrolls nicht auf der PlayStation zu veröffentlichen? Das ist die große Frage. Ich meine, sie haben ja jetzt im Grunde ihre Plattform ja auf PC erweitert die letzten Jahre. Also da reden wir natürlich schon über zwei große Plattformen in dem Sinne, für die das Spiel auf jeden Fall kommen wird. Und für die es halt eventuell nicht kommt, ist dann halt die PlayStation. Und vor dem Hintergrund ist es schon denkbar. Ich meine, wir erinnern uns damals, als sie den Deal mit Rise of the Tomb Raider gemacht haben, mega Shitstorm, und ich glaube, das hat sich finanziell null gerechnet für die, weil viele Leute gesagt haben, nee, da kaufe ich schon mal aus Prinzip keine Xbox. Sie wollten da unbedingt gegen Uncharted irgendwie halten. Ja, absolut. Ne? Aber Tomb Raider, das ist das Problem. Tomb Raider war halt was, das hat quasi den PlayStation-Leuten auch gehört, diese Marke. Die haben jedes Tomb Raider spielen können und das gehört denen. Und genauso ist es bei Bethesda. Die Bethesda-Spiele gehören auch den PlayStation-Leuten ein Stück weit. Also gehören, finde ich, jetzt ist jetzt schon sehr, sehr, also das ist jetzt schon eine sehr Nee, ich will nur damit sagen, Aussage. Ich will nur damit sagen, die gehen halt davon aus, wenn ein neues Bethesda-Spiel angekündigt wird, klar kommt das auch für meine Konsole, für die PlayStation. Und jetzt nimmt man es den halt weg. Und schwierig. Also ob da dann so viele dabei sein werden, die dann sagen, okay, Microsoft, ich spiele euer Spiel mit, ich kaufe jetzt eure teure Konsole, weiß ich nicht, glaube ich nicht so recht dran. Ja, aber ich finde es immer schwierig zu sagen, weil ich meine, du hast es auf beiden Seiten und am Ende des Tages ist es eine Industrie, die versucht sich ihre Konkurrenten, also über ihre Konkurrenz zu stehen, und ich meine, genauso kannst du auch irgendwie das wieder umdrehen, und ich meine, es gibt zigtausend fragwürdige Sony-Deals in der Vergangenheit, wo Sony irgendwie sich Jahresverträge gekauft hat und was weiß ich was, also Exklusivverträge. Und es ist halt immer wieder auch die Sache, dass man sagen muss, dass Microsoft nicht jetzt gesagt hat, alle Bethesda-Spiele werden jetzt exklusiv auf der Xbox sein oder irgendwas, sondern sie werden es Case by Case entscheiden. Ja, und ich finde, das sollte man auch mal erwarten. Ne? 7,5 Milliarden kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie da dann sagen, okay, also da müssen sie in meinen Augen hart sein, hart bleiben, weil ja, aber ich sonst lohnt sich das nicht. Wenn man sich andere Spiele anschaut, die Microsoft in den letzten Jahren irgendwie als Hauptpublisher irgendwie veröffentlicht hat, ob es jetzt Ori ist oder ob es jetzt Cuphead ist. Ich meine, Cuphead ist kein Xbox-Exklusivtitel mehr, könnte er aber sein, da bin ich mir sicher. Und bei Ori and the Will of the Wisps, was jetzt für die Switch kommt, dass sie sehr offen sind. Sind ja alles keine First-Party-Titel. Also naja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie dass sie da halt Studios. Ja. Dass sie wirklich das halt erstmal verkaufen als Exklusivtitel und dann schauen wir mal, wenn es sich super verkauft, wenn es auch Konsolen mitverkauft, dann ist es eine Bestätigung. Und das schaffen sie aber nur, wenn die Qualität so gut ist. Ich meine, wenn es ein Spiel ist, wo es dir in den Finger juckt und du hast keine Xbox. Und dann ist es am Ende ein Fallout 76. Ja, es kommt halt drauf an. Sein, ja. Ja, das müssen sie dann halt schaffen. Und dann können sie immer noch entscheiden, ja, öffnen wir es für andere Plattformen. Wann öffnen wir es? Ich meine, Quantic Dream Spiele kommen jetzt auch für den PC. Also das liegt ja an denen, aber es wäre eigentlich ja, unklug, aber auch Quantic Dream ist ja sehr unklug, weil es gibt genug Third-Party-Spiele in dem Sinne für die Xbox. Aber sie wollen ja quasi über Exklusivtitel die Konsole verkaufen oder den Game Pass verkaufen. Und dann wäre es eigentlich schon dämlich, wenn sie jetzt sagen, ja, wir machen es so wie vorher, es kommt alles für als Multiplattform. Ich glaube schon, dass sie dann halt erstmal möglichst viele Exklusivtitel ankündigen und dann erstmal schauen, auch wie die Reaktion ist. Ich meine, klar kommt erstmal ein Shitstorm, wenn irgendeine namhafte Marke exklusiv ist für Microsoft. Aber letztlich, wenn es ein geiles Spiel ist, dann würde ich es heute trotzdem kaufen. Ich finde halt auch, dass man nicht vergessen sollte, dass Bethesda ja durch diesen Deal auch, denke ich, sehr profitieren kann. Also natürlich muss ich die Zukunft noch zeigen und so, aber ich glaube da schon so ein bisschen dran, dass Microsoft auch irgendwie selbst
in den letzten Jahren durch sehr viele dumme Entscheidungen, ob es jetzt der ganze Untergang von Lionhead Studios war, ob es Rare, was sie zur Kinect-Schmiede verwandelt haben, war, dass da einiges irgendwie passieren musste, dass sie neu verstehen. Ich glaube schon, natürlich, wenn man jetzt sagt, ich winke jetzt mal eben mit vielen Millionen Scheinen in meiner Hand, um dich bei mir und das Haus zu bringen, ist eine Sache, aber ich glaube auch so ein Studio wie Ninja Theory zum Beispiel ist jetzt kein Studio, die blind dem Geld hinterher rennen, weil dafür haben die schon zu viel durchgemacht und zu viel auch ihre Eigenständigkeit gekämpft. Dass ich schon glaube, dass Microsoft da auch jetzt vielleicht gerade unter Phil Spencer irgendwie einen Punkt erreicht hat, wo es eben wirklich eine Kooperation ist, wo halt auch mehrere Parteien profitieren und nicht nur die oberste Riege bei Microsoft. Und Bethesda hat eine starke Xbox-Historie. Ich meine, Morrowind war ein Xbox-Exklusivtitel. Oblivion war ein Jahr Xbox-Exklusiv. Und deswegen, was ich glaube, und nagelt mich drauf fest, aber in ein paar Jahren wissen wir es besser, ich glaube, dass ein Elder Scrolls vielleicht zeitexklusiv sein wird auf der Xbox. Dass es vielleicht ein halbes Jahr früher für den Game Pass und so rauskommt und dann halt für die PlayStation. Ich glaube aber tatsächlich, dass Starfield der große Bethesda-Titel sein wird, der komplett Xbox-exklusiv wird. Weil es ist eine neue Marke. Das ist auch weniger problematisch bei einer neuen Marke. Aber bei Elder Scrolls bezweifle ich es. Sie müssen auch neue Marken. Allerdings eine neue Marke, die schon vorher auch angekündigt wurde. Zwar nie explizit für irgendeine Plattform. Ja, klar, aber wärst du Microsoft, würdest du einen Shit geben? Also ich nicht. Ich würde sagen, fuck it. Ironie der Geschichte ist allerdings, dass die nächsten zwei Bethesda-Spiele, die auf den Markt kommen, erstmal exklusiv für die PS5 erscheinen. Nämlich Deathloop und Ghostwire Tokyo. Muss ich jetzt nicht spielen. Ghostwire Tokyo sah eigentlich ganz interessant aus, so in den ersten Trailern. Da habe ich schon ganz andere Meinungen gehört. Ja, und ich finde so dieses Kojima-hafte irgendwie, das geht mir auch nicht so. Aber es gab ja noch andere interessante Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Zum Beispiel legt sich Epic Games mit Apple an. Das läuft ja derzeit immer noch. Die kämpfen da gegen die ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Abgaben, die sie im Apple Store leisten müssen für alle Mikrotransaktionen zum Beispiel, die in Fortnite und so weiter fällig werden, weil sie da halt auch nicht drum rumkommen, weil Apple halt seine Marktmachtstellung da irgendwie ausnutzt. Ja, das ist schon sehr kurios halt, also auch, wie sie sich dann auf der einen Seite 84 Stuff vergreifen und so, also es ist schon... Das, wofür sie kämpfen, kann man ja gut finden und vielleicht auch richtig, aber wie sie es machen, finde ich schon sehr eigenartig. Ja, aber da muss man auch sagen, dass Apple sich gerade auch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben jetzt ja auch, glaube ich, die Einnahmen, die kleinere Entwickler, die unter eine Million Downloads, glaube ich, haben. Unter eine Million Dollar Umsatz. Dollar Umsatz, richtig. Dass die jetzt ja einen ordentlichen Abzug an Gewinn bekommen. Ich glaube, jetzt sind es noch, das vorwärts 30. Die müssen nur noch 15% zahlen. So statt den 30, ja. Genau, also aber Apple muss nur noch 15 zahlen, statt 30. Nee. Die geben ja, jeder muss ja Apple 30% abgeben von allem, was er umsetzt im App Store. Und Apple hat jetzt eben gesagt, also bei kleineren Studios, die halt bis zu 1 Million Jahresumsatz haben, die müssen nur noch 15% abgeben. Also wir wollen, die Kreativen, die Kleinen, die Newcomer wollen wir fördern. Also müssen die nur noch 15% abgeben, was halt immer noch viel Geld ist. Zu einer Million kommst du schon recht schnell mit so Mobile-Mikrotransaktionen, finde ich. Echt? Denke ich zumindest. Sollte ich das auch vielleicht mal machen? Ja, ich weiß nicht. Da legen sich halt zwei große an. Also, natürlich kann man jetzt sagen, muss Apple 30% nehmen. Auf der anderen Seite, A, kennt man das schon seit Jahren und B, dürfen die halt die Spielregeln für ihren App Store halt festlegen. Das ist ihr gutes Recht. Ja, und dann halt der Muskel-Epic. Die dann, also es hat alles einen bitteren Beigeschmack. Ja, also man weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass Epic es einfach so aus der Pistole herausschießt, sondern aus der Hüfte rausschießt, sondern ich denke, da sind ja vorher Gespräche gelaufen. Epic ist hingegangen und hat gesagt, hier können wir vielleicht mal einen Deal machen, dass wir ein bisschen weniger bezahlen. Und Apple hat gesagt, wie heißt der Epic Games? Seid ihr kennt, muss man euch kennen oder so? Dann waren sie pissed und haben sie große Werbekampagne gestartet gegen Apple. Mit Werbespots und was ich was. Ich weiß nicht, wäre es jetzt irgendwie der große Kampf, weißt du, Apple gegen Supergiant Games. Dann hätte man schon so ein bisschen dieses Underdog-Ding, ne? Okay, ja, aber bei Epic das und das ist halt der Punkt, Apple. Epic ist genauso ein Riese und die verdienen. Ist ja logisch, wenn man 30%, klar, man muss 30% abgeben, aber 70% hat man trotzdem verdient. Ja, also Epic verdient natürlich unfassbar viel Geld wahrscheinlich mit Fortnite im App Store.
Und die wollen halt noch mehr haben. Ich meine, Epic müssen auch ihren Aktionären wahrscheinlich verklickern und Investoren. Du musst ja jedes Jahr musst du ja deinen Umsatz steigern. Das ist ja so ein Gesetz im Kapitalismus. Und wie musst du das, irgendwie musst du das halt anstellen? Ja. Ja. Da wird es sogar noch ein bisschen tiefer. Ne? Also ich meine, wollen wir über die ganze Ubisoft-Sache reden? Weiß ich nicht, möchtest du darüber reden? Also ich würde einfach nur, weil ich es falsch finde, es nicht anzusprechen. Wenn wir jetzt über Branchen-News des Jahres reden, finde ich, dann muss man da schon auch drüber reden. Ja, es gab schon einige Umwälzungen bei Ubisoft dieses Jahr, die durch... Da sind viele Köpfe gerollt, ey. Die durch gewisse Belästigungs- und Sexismus-Vorwürfe ausgelöst wurden. Und das Positive, was ich darin sehe, sofern man das irgendwie... Es ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, das so bezeichnen kann, ist, dass halt zum Beispiel dieser Haskett gegangen wurde, der ja dieser Oberboss war, der alle quasi Spielentscheidungen im ganzen Unternehmen bestimmte und der halt zu großen Teilen dafür zuständig verantwortlich war, dass die Ubisoft-Spiele sich alle gleichten wie ein dem anderen. Ja, der sich ja auch mehrfach viele Jahre dagegen gestellt hat, dass der eigentlich dass der weibliche Charakter von Assassin's Creed der Hauptcharakter sein soll. Zum Beispiel mit Cassandra, die weitaus bessere Charakterin war als, wie heißt er? Alexios. Oh Gott, ich hasse ihn. Alexios war ja vorher gar nicht geplant, der sollte gar nicht existieren. Und auch schon bei Origins vorher war ja geplant, dass der Hauptcharakter, den wir jetzt dann gespielt haben, wie heißt er? Der Typ halt, dass der nach den ersten 2-3 Stunden des Spiels irgendwie stirbt oder so und dann Aya die Hauptrolle übernimmt. Genau. Und das Bayek. Bayek, genau. Und das hat der zum Beispiel auch verhindert. Mhm. Ja. Solche Geschichten. Also das ist natürlich positiv. Noch positiver ist natürlich, dass Ubisoft sich davon nicht mehr verstecken kann. Ich meine, diese Gerüchte gab es ja schon länger, diese Vorwürfe gab es ja schon länger, vor allem anscheinend intern. Und Yves Drummond hat sich da ja so ein bisschen... dass er ganz überrascht ist davon, dass dieses Sexismus und Vorwürfe und sowas, was die Riege von Ubisoft betrifft, irgendwie existieren sollen, was aber ja intern auch von Jason Schreier und so ja eher so hingestellt wurde, dass er das wusste, aber halt einfach ignoriert hat. Das heißt, das geht jetzt nicht mehr und da sind wirklich sehr, sehr viele Köpfe gerollt. Also Michael Ancel, Beyond Good and Evil 2 und Beyond Good and Evil und Rayman und so weiter, der hat ja gesagt, dass er hilfsbedürftigen Tieren jetzt helfen will, deswegen verlässt er die Spieleindustrie und eine Woche später kam dann irgendwann so ein bisschen die Meldung so, ja, der hat zusammengepackt, bevor der Ärger anfängt, weil um ihn rum da auch einiges passiert sein soll. Mhm. Ashraf Ismail, der große Creative Director hinter vielen Assassin's Creed Spielen, der Black Flag hauptverantwortlich dahinter war, der jetzt auch Origins gemacht hat. Und Valhalla, der ist jetzt mitten in der Produktion von Valhalla rausgeschmissen worden, auch wegen Sexismusvorwürfen, Belästigungsvorwürfen, was ja mitten in der Produktion deinen Creative Director verlieren, ist schon mal nicht so geil, denke ich. Ja, und das waren nicht die einzigen, also ich meine, ich weiß jetzt die ganzen Namen nicht, aber das sind sehr viele Leute und es geht immer noch die Meldungen, glaube ich, jede Woche, jede zweite Woche hast du immer mal wieder irgendjemanden, der jetzt da rausgefeuert wird. Und das ist ja super gut, ne? Also ich meine, dass da auch die Industrie aufwacht und sagt, wir müssen, da gibt es viele Strukturen, die veraltet sind, die sexistisch sind, die rassistisch sind, die aufbrechen und aufräumen. Das ist doch auf jeden Fall eine der sehr positiven Sachen. Zu Strukturen, die zu ändern sind, gehört auch die Crunch-Philosophie, die richtig, in der Spielindustrie immer noch viel zu stark gelebt wird. Und auch die war dieses Jahr wieder häufig im Gespräch, vor allen Dingen um Naughty Dog im Sommer, halt rund um den Release von The Last of Us und halt auch jetzt die letzten Wochen rund um CD Projekt Red, wenn es um Cyberpunk geht. Vor allen Dingen, weil Cyberpunk ja die Verantwortlichen vorher immer gesagt haben, ja, Crunch, sowas gibt es bei uns nicht. Ja. Und dann mussten sie es jetzt doch anordnen, weil sie das Spiel sonst nicht fertig kriegen. Da gab es ja auch die Aussage von diesem CD Projekt-Chef, was war das noch gleich, wo er sich zum Crunch geäußert hat und... Naja, meinte, sowas wird es bei ihnen nie geben, weil... Nee, das war vor einer Woche oder so und da hat er gesagt... Achso, du meinst jetzt, ja, er meinte, das ist ja schon okay so und irgendwie... Ja, Crunch ist kein Problem, so auf die Art. Und das ist alles, also, Crunch ist eigentlich eine gute Sache, so auf die Art.
wo er dann irgendwie 2 Tage zurückgerudert hat und sich dann intern anscheinend via E-Mail bei allen Mitarbeitern entschuldigt hat und so und was ich was. Also ja. Ich sehe das immer ein bisschen zweierlei. Also ich meine, klar, es ist immer schlecht, wenn die Leute Überstunden machen müssen, nur wir leben halt im Jahr 2020. Ich meine, als wir noch Hefte gemacht hatten, wir hatten alle 4 Wochen hatten wir tagelang Crunch. Also wir sind auch teilweise bis abends da gesessen. Wenn du in der Tageszeitung arbeitest, hast du jeden Tag Crunch. Es gibt viele, viele Jobs, wo du Crunch hast. Wenn du eine Pflegerin bist, hast du Crunch. Wenn du Arzt bist in der Corona-Zeit, hast du Crunch. Also aber weißt, es ist nicht gut, es ist nicht gut, aber zu sagen, es betrifft nur die Spieleindustrie, die dann halt 3 Jahre hast du so ein Spiel und dann hast du Crunch. Die ja, werden jetzt nicht 3 Jahre Crunch haben, also das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Aber die, das ist dann halt so, wenn irgendwas fertig werden muss oder das gab es schon früher auch, wenn du arbeitest in einer Fabrik und du hast einen Auftrag, die Maschine muss fertig werden, dann arbeitest du halt rund um die Uhr oder arbeitest du schon mal nachts und so, ne? Aber nur weil du Sachen hast, die in der Vergangenheit irgendwie so stattgefunden haben, rechtfertigt ist das ja nicht. Und zweitens, bei Cyberpunk gibt es Aussagen von Mitarbeitern, die auch von Jason Schreier veröffentlicht wurden, dass das jetzt schon seit über einem Jahr so geht. Seit über einem Jahr Crunch, das ist nichts, was man akzeptieren sollte. Hm. Und drittens hast du dann den Fall, dass du irgendwelche Manager hast, die mit 70 Millionen jedes Jahr irgendwie nach Hause gehen, während du aber nur irgendwie eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern einstellst. Für 70 Millionen könntest du nochmal so viele mehr Leute einstellen, ja, hättest immer noch 10 Millionen pro Jahr. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich sag nochmal, wir sind im Jahr 2020, das ist der Kapitalismus. Ist ja dann auch immer die Frage, wie werden die Mitarbeiter dann halt dafür entschädigt? Oder werden die bezahlt? Wird das ausgeglichen? Wird das? Ja, aber ich denke. Weil das Problem ist halt in der Videospielindustrie immer noch, dass die halt komplett unorganisiert sind. Es gibt keine Gewerkschaften in diesem Bereich, die da auch mal irgendwelche Rechte durchsetzen könnten. Also ich bin da bei dir. Letztlich kannst du eine gewisse Crunch-Time kannst du kompensieren durch Ausgleich, Urlaub, Geld. Und dann ist es, glaube ich, für die Leute auch okay. Aber es gibt halt einfach die Grenze. Und wie du sagst, Marci, ein Jahr ist in meinen Augen viel, viel zu lang. Weil da bringt dir halt dann, wenn du da ein Jahr lang irgendwie crunchen musst, ich glaube, da bringt dir nichts in die Kompensation. Weder, dass du weißt, du kriegst dann irgendwann Geld oder du weißt, du kriegst dann irgendwann Urlaub. Das ist einfach viel zu lang in meinen Augen. Ja, und dann ist auch noch so eine Respektsache halt. Ne? Also ich meine, wenn dann zum Beispiel der Ober-Ober-Oberchef dann irgendwie sagt, ja, das ist ja alles gar kein Problem, hört mal auf zu heulen so auf die Art in der Öffentlichkeit. Ja, das ist... Dann ist es ja doppelt und dreifach. CD Projekt Red ist eine Aktiengesellschaft und das ist halt da sollte eigentlich keine Begründung sein, aber ich glaube, wenn du so ein Riesenladen bist wie Ubisoft und so, ich meine, bei Ubisoft, wenn man da bei Assassin's Creed sich den Abspann anschaut... Wie viele Studios tauchen da auf? 5, 6, 7? Ja. Bukarest, Kiew und wie sie alle heißen, Shanghai, ja. CD Projekt Red hat meines Wissens kein Studio, was denen zuarbeitet. Also die können dann nicht so reagieren. Also, aber sie haben schon 2 Sitze, oder? Also in Polen, oder? Ja, das die haben gleich auf jeden Fall 2 Studios in Polen. Es ist schwierig, weil du hast halt eine unfassbare Erwartungshaltung bei Cyberpunk. Ja, und dann kommt halt hinzu, dass es der nächste Punkt, dass es halt auch schon 3-mal verschoben wurde dieses Jahr, ja. Was ja die ganze Sache dann nur hinauszögert. Ja. Da sollte man dann vielleicht überlegen, lieber, ja gut, das erste Mal war richtig lang verschoben, aber die anderen 2-mal hätte man dann vielleicht schon sagen müssen, ja, verschieben wir es einfach nochmal richtig ordentlich und dafür machen wir es dann ohne zu viel Überstunden. Die Begründung bei der letzten war ja irgendwie, es geht drum um die Old-Gen, kann man jetzt ja sagen, Version PS4 und Xbox One. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, dass es doch echt Pain in the Ass ist mittlerweile für Entwickler, die halt für eine Xbox One, eine Xbox One X, eine Xbox Series X, eine Xbox Series S, eine PS4, eine PS4 Pro, eine PS5 und ein PC. Habe ich das vergessen? Und Stadia. Stadia auch noch, danke. Und in 2-3 Jahren dann noch die Switch-Fassung hinterher. Ja. Das ist doch Pain in the Ass. Ja? Also es ist doch Horror. Horror. Ja, da weiß man halt auch nicht, das wäre auch interessant zu wissen, wie sie da damals, weil ich meine, angekündigt haben sie es 2012, oder? 13 oder 12? 13. Und ich denke, angefangen zu arbeiten, so richtig
nicht nur irgendwie Vorproduktion, war wahrscheinlich 2015. Ich meine, Witcher kam raus im Mai 2015. 2015, dann haben sie ja noch die zwei großen Add-ons gemacht und danach ging es sicherlich so richtig los. Und wann haben sie wirklich Dev-Kits von Microsoft und PlayStation bekommen, jetzt um auf die neuen Konsolen bezogen? Ich denke jetzt nicht... 18. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht 2017 oder sowas. Da ist halt auch... Ne, also ich meine, jetzt kannst du da überhaupt schon sagen, du entwickelst nur für die neuen Generationen? Wenn du seit 2015 dran arbeitest? Gut, das hat sich bei Cyberpunk jetzt ja so ein bisschen ergeben. Eigentlich sollte es ja im April schon erscheinen, da war das noch gar kein Thema. Mhm. Wobei ich mir halt vorstellen kann bei Cyberpunk, dass die ja auf PC entwickelt haben. Und du weißt ja im Prinzip immer, die Konsolen sind halt so und so viel Prozent vom High-End-PC entfernt. Und jetzt hast du halt quasi die Next-Gen-Version, Next-Gen-Konsolen, die halt, keine Ahnung wie viel Prozent, 90 so vom PC erreichen. Das Problem sind halt eben wirklich, du kannst halt die Xbox One zum Beispiel nicht abkappen. Du kannst nicht sagen, okay, die X nehmen wir noch mit, die ist noch gut, aber die One, die ist weg. Oder die bei der PS4 eben die Pro, ja. Und ja, PS4, klar. Nein. Deswegen sehe ich auch die Series S so kritisch, weil die... Es wird so ein Riesenklotz sein in dieser Generation für viele Entwickler. Unser Webmaster und Xbox-Fan, der Hadlena, meinte ja, die Xbox Series S wäre leistungsfähiger als die Xbox One X. Definitiv. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die One X hat 6 Teraflops. Und die S hat... Die hat 4,38 oder sowas. Ja. Aber es soll ja auch irgendwie auch vor allem durch... Durch die neue, wie heißt der, Velocity-Architektur und so, trotz alledem halt extrem profitieren durch die SSD. Ja, aber dann wird es wahrscheinlich. Und ich spiele auf ihr. Also ich habe davor die One X bei mir am Arbeitsplatz gehabt und habe jetzt die Series S dran. Und ach, du hast eine Series S? Ja, und die läuft, die ist geil. Die ist echt? Die ist echt geil. Also ich meine, sie hat halt kein Laufwerk, was für mich so der Overkill ist. Was will ich mit einer Konsole ohne Laufwerk, weil ich schaue auch gerne mal einen Blu-ray-Film oder irgendwas und so an. Und leihe und auch viele Spiele aus und so. Aber ich ja Spiele für 90 Euro auch mal wieder vielleicht weiterverkaufen. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel Valhalla jetzt auf der Series X, auf der Series S und auf der One gespielt. Und das sieht natürlich nicht ganz so gut aus wie auf der Series X jetzt. Auch bei den FPS rutscht es halt ein bisschen runter, aber es ist trotzdem deutlich besser als okay. Ja. Gut. Aber wo jetzt wieder in Next-Gen-Konsolen abdriften zum dritten Mal. Genau. Geben wir jetzt mal ganz kurz in die Werbung. Ja, und wenn du fertig geknistert hast, sind wir auch aus der Werbung zurück. Hat ja unsere ganzen Punkte, die wir sagen wollen, unsere ganzen Themen und Gedanken, passen alle gar nicht auf eine Seite, ne? Ja. Ja gut, wir können natürlich auch das Jahr nicht komplett abfrühstücken, dafür war das zu ereignisreich. Aber ich würde sagen, Matthias, lass uns doch mal zu einem richtig schönen Thema des Jahres kommen. Genau, weil jetzt können wir eigentlich sagen, jetzt jetzt nach der Werbung kommen jetzt nur noch positive Vibes und Energie. Nur noch positive Vibes. Naja, nicht so ganz, aber wir kommen jetzt mal zu positiven Vibes und zwar zu Grafikbomben, nicht so ganz. Spielwelten. Und was hat euch denn da optisch dieses Jahr am meisten begeistert? Ich muss gleich mal ein Spiel nennen, bevor wir zu den Spielen kommen, die hier irgendwie als Gedankenstütze auf dem Zettel stehen. Also mir hat Ori and the Will of the Wisps extrem gut gefallen. Fantastisch, es ist ein 2D-Spiel, aber was die da abfeuern... Ja, natürlich, es geht ja nicht nur um fotorealistisch, es gab ja auch artistisch, sehr schön. Das ist halt in jeder Hinsicht nochmal echt ein guter Step, besser als das erste. Ne? Also ich, Leute, die den GA-Podcast schon länger hören, die wissen, dass ich bin ja so ein Licht... Effekt-Fetischist, ja, also mich kann man da so richtig kriegen, deswegen bin ich auch Zielgruppe für Raytracing. Die Lichteffekte, das sind einfach der Hammer und ich habe ja netterweise einen OLED-Fernseher zu Hause, wie dir diese Farben ins Gesicht springen, in die Augen springen, das ist der Wahnsinn. Also zusammen noch mit dem echt coolen Soundtrack, der super stimmungsvoll ist, muss ich sagen, also audiovisuell gehört das für mich zur Top. Ich bin so gespannt, was die jetzt als nächstes machen. Ne? Wenn ich jetzt gerade falsch liege, dann tut mir das leid, aber ich bilde mir ein, dass sie doch gesagt haben, dass sie als nächstes auf jeden Fall nicht Ori machen, sondern ein 3D-Spiel oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Aber für mich ist so Moon Studios eins der Studios, der ganz jungen Studios, die noch eine ganz,
ganz helle Zukunft vor sich haben, glaube ich. Also ich meine, so Sucker Punch und sowas, die sind jetzt auch schon lange dabei und so, deswegen zähle ich die jetzt nicht so. Dieses Storytelling mit minimalistischen Mitteln finde ich halt auch, also wie die wirklich Emotionen wecken, das finde ich überragend. Ja. Das hat bei mir auch auf jeden Fall bei den Top-Spielen, wenn es so um die Grafik und um die Spielwelt und sowas geht und die Atmosphäre vor allem. Wenn wir jetzt schon bei künstlerisch wertvollen Spielen sind, die jetzt, wo es jetzt nicht um Bombast-Grafik geht, dann müssen wir an der Stelle wahrscheinlich auch Hades erwähnen. Hades. Das so ein bisschen auch mit zu den Überraschungen des Jahres gehört. Gut, man wusste ja von Bastion und von Transistor und Empire, dass die Entwickler was drauf haben. Absolut, ja. Aber dass Hades dann so einschlägt, war ja auch dann vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr Bastion damals gespielt? Mhm. Ich liebe Bastion. Es ist so ein fantastisches Spiel. Und nur eine kurze Anekdote. Das sind die zwei Gründer von Supergiant Games, haben davor bei Electronic Arts gearbeitet, auch an Command & Conquer und sowas. Und haben dann das Studio verlassen, um eigenes aufzumachen, haben sich zur zweiten Haus gemietet und sind da eingezogen und haben dann einfach Bastion in programmiert. Mhm. Und die dritte Person, die zugekommen ist, war tatsächlich ein Musiker, deswegen ist es auch Bastion so sehr musikorientiert und so. Mhm. Und Transistor war ja mehr von dem gleichen wie Bastion und so. Pyre war dann dieses Fantasy-Basketball-Ding, was eigentlich auch cool war. Und jetzt mit Hades haben sie anscheinend nochmal, also sie waren ja schon immer auf einem unglaublich hohen Qualitätslevel. Das waren alles so 90er-Spiele. Und mit Hades jetzt anscheinend voll durch die Decke. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, weil es nur für Switch und PC ist. Ne? Ich habe es mir jetzt... Ich will es mir aber für die Switch holen. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich unbedingt... Du hast mir jetzt den Mund wässrig gemacht, aber Switch und PC ist beides... Ich habe es mir jetzt für die Switch geholt, für die Feiertage dann, wo ich es dann mal ausgiebig spielen werde. Ich habe nur ganz kurz reingespielt bisher, aber was ich halt optisch vom Optischen interessant finde, sieht so ein bisschen aus wie so ein spielbares Comicbuch. Ja, das ist auch bei Transistor und so, bei den anderen auch der Fall gewesen. Also sie sind immer so stilistisch wirklich on point. Und bei Hades ist, kann man das nur kurz sagen, spielst du den Sprössling von Hades, also in der Unterwelt, und dann willst du eben aus der Unterwelt ausbrechen. Und es ist auch eine interessante Geschichte rund um die Mutter von dir und so weiter. Und kämpfst dann eben so Roguelite-mäßig irgendwie die Ebene nach oben. Ja. Ein tolles Spiel, ja. Cool. Gut, dann kommen wir doch aber mal zu den richtigen Grafikbomben, die uns... dem Fotorealismus dieses Jahr noch näher gebracht haben. Also Fotorealismus, können wir es jetzt sagen, der Crackdown 3, es sieht fantastisch. Genau. Also Fotorealismus muss ich sofort an Flight Simulator denken, da habe ich ja vorhin schon davon geschwärmt. Das auf jeden Fall darf es nicht so fehlen bei der Aufzählung. Wobei, es ist ein PC-Spiel, ne? Also darf man jetzt ja gar nicht so direkt mit Konsolenspielen vergleichen. Also da brauchst du ja auch eine dicke Kiste, aber es sieht so genial aus. Was ich immer ganz toll finde, ist auch, weil wir, das hatten wir jetzt auch schon angeschnitten, das Thema, aber wenn Spiele eben nicht grafisch so mega umhauen, aber sie dann eben durch ihren Stil trotzdem wissen, wie sie irgendwie geil aussehen können, das ist Ghost of Tsushima, finde ich. Mhm. Weil das hat so seine Schwächen, richtig. Aber... Was die da mit Farben und mit der Vegetation gemacht haben, ist schon sehr beeindruckend gewesen, fand ich. Fällt mir auch sehr gut, ja. Ja, und dann jetzt mal über den großen... Irgendwie tänzen alle so rum und keiner will dieses Spiel in den Mund nehmen. Last of Us Part 2, let's do it. Ja. Das ist sowieso, wir kommen ja gleich noch auf die Highlights, das ist auch einfach das Spiel, das ich am längsten gespielt habe, das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, das mich am meisten gepackt hat, wo ich am Ende dann auch viel, viel, viel drüber nachgedacht habe, über das Spiel selber, aber auch hätte ich so auch gemacht oder hätte ich es nicht ein bisschen anders. Es waren viele Überraschungen drin und die Spielwelt ist natürlich der Hammer. Also du hast immer wieder viele Möglichkeiten, du hast nicht nur einen Weg, du hast unglaublich viele Waffen und Fallen, die du verwenden kannst. Es ist jetzt nicht, ich sag mal, nicht so das grafisch, also nicht so das, ich will jetzt nicht unter Wert verkaufen, nicht herausragend. Findest also, du? Oder nicht so, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe jetzt auch keinen OLED-Fernseher, also ich habe es jetzt nicht an einem Referenzfernseher gespielt. Ich finde, es sieht toll aus, aber, oder vielleicht ist es besser gesagt, es hat mich jetzt nicht durch die Grafik so gepackt, sondern einfach durch andere Dinge, was ja ein Qualitätsmerkmal ist. Ich finde halt, dass sie auch was sowas Animation und so angeht, doch nochmal eine neue Stufe erreicht haben. Also diese Übertragung von dem Performance Capture, was sie ja machen,
dass in das, wie das dann ins Spiel übertragen ist, und das sieht doch, auch. Sieht ich sehr hab, natürlich ja. aus, wie die Charaktere sich bewegen. Ich habe danach ein Interview gesehen mit der Ashley Johnson, ist die Ellie spielt, ne? Und die auch gemeint hat, dass die wie oft und wie viel sie unterschiedliche Laufstile aufgenommen haben, weil in fast jeder Passage vom Spiel hat Ellie andere Verletzungen und läuft dadurch anders und so. Und das siehst du halt, und das ist beeindruckend. Und was ich kurz sagen wollte, weil du meintest, dass du es nicht so grafisch beeindruckend fandst, habt ihr euch nachdem oder während ihr gespielt habt, immer mal wieder in dem Menü durch die Concept Arts durchgeklickt? Ja. Die kann man ja kaufen dann mit so Spielepunkten. Hab ich gemacht. Ja. Und ich finde, dass man, weil es eben so fantastisch aussieht und alles so rund ist und irgendwie also diese perfekt dargestellte Welt zeigt, appreciate man das gar nicht so sehr, aber dann, also es ist doch. Es hat einen unglaublichen Style, dieses Spiel. Also auch diese Passage, wo man dann unter in den U-Bahnen ist mit dem roten Rauch überall und die Lichter, die durchbrechen und so. Also es hat so viele Momente, die lässt du fast einen Film, und es wäre genauso mit diesen, also genau so gemacht, halt nur mit Schauspielern und auch hohem Budget, dann wäre das so ein Ding, glaube ich, wo halt auch große Filmemagazine schreiben würden, so, oh mein Gott, Mann. Also der hat so viele die Cinematography. Genau, Cinematography ist genau. Unglaublich. So, die Mise-en-Scène ist... und deswegen wird oftmals unterschätzt, und deswegen war ich auch ein bisschen überrascht. Also ich glaube auch, dass es bei den Game Awards jetzt nicht bei Artstyle oder sowas gewinnen wird, aber eigentlich ist es so fast das beeindruckendste Spiel, was es angeht. Ja, ich finde es ein gut, dass du die Art... Burgers ansprichst, weil man da dann wirklich sehen kann, wie sie halt sich dahin nähern. Also man sieht nur das Ergebnis als Spieler. Aber was für ein kreativer Prozess dahinter steckt, wie man halt so einen Klicker und die ganzen Monster und wie man das und die ganzen Umgebungen, wie man die Umgebungen, auch das Kino, die gestaltet, und so, ja, wie viele Wege man gehen muss, man macht irgendwas und dann findet man irgendwie Scheiße und man macht man es nochmal neu. Das unterschätzen ja viele, oder wenn man halt nicht so die Einblicke hat, dann denkt man da gar nicht so dran, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil man hat nicht plötzlich Schnippen im Finger und hat das perfekte Ergebnis. Nein, man muss viel rumprobieren, und also wer es noch nicht gemacht hat, wirklich gut, dass du es ansprichst, dann kann man das nur empfehlen, sich diese Artworks anzuschauen. Und was ist auch, finde ich, noch, was es auch noch verdient, dass man es hervorhebt, ist so, bei Last of Us 1 natürlich ein ganz anderes Budget. Ist ja klar, das ist eine neue Marke gewesen und so und was ich was. Und dieses ganze Setting mit dem Pilzvirus und so und dem, wie die Natur sich zurückkämpft, das ist schon immer irgendwie ansprechend gewesen, glaube ich. Es ist ja auch, gibt's ja auch 1000 Beispiele. Aber ich finde, in Last of Us 2 haben sie sich auch wirklich, sie haben wahnsinnig tolle Szenerien gewählt, und da ist eine wunderschöne Abwechslung aus. Also ich spoilere jetzt nichts, aber die ganze Aquarium-Sache, dann auch immer wieder, wenn es sehr düster wird, oder dann diese ganze Insel, ihr wisst, was ich meine, mit die wunderschön gestaltet ist und die ein Eyecatcher ist. Also das Spiel hat so viele schöne Kulissen und holt so viel aus dieser Welt raus, dass es irgendwie auch nicht langweilig wird. Ich spiele es gerade das zweite Mal durch und habe das Gefühl, ich merke irgendwie, dass du das beim ersten Mal kannst gar nicht alles wahrnehmen. Also diese Mischung aus Emotion, Story, Grafik und eben auch die, was der Andi vorhin angesprochen hat, spielerischen Möglichkeiten. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, die ersten 2-3 Stunden habe ich mich wie so ein Volltrottel angestellt, bis es irgendwann Klick gemacht hat, bis ich irgendwie, Mensch, jetzt überleg doch mal, wie könntest du jetzt eigentlich das, was du hier hast, an Waffen und Gegenständen sinnvoller einsetzen, und dann bin ich auch in so einen Flow reingekommen und da haben die Kämpfe mir viel mehr Spaß gemacht. Und jetzt beim zweiten Mal merke ich halt, wie ich davon profitiere auch, dass ich mir halt schon stundenlang Gedanken gemacht habe, wie ich eigentlich, oder ich habe dann gespielt und gesagt, okay, wenn ich das nochmal spiele, mache ich das, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, ein bisschen anders, ja. Und auch was so viele emotionale Momente, wo ich weiß, was jetzt kommt ungefähr, aber ich freue mich da drauf, weil ich jetzt genau weiß, wie super das rübergebracht ist. Und auch die deutsche Sprachausgabe muss ich auch loben. Ich meine, ich spiele seit den 80ern und habe viele, viele Spiele erlebt, wo es eine beschissene deutsche Sprachausgabe gibt. Und auch die Sony-Spiele mit ihrem Synchronstudio in Offenbach, die waren nicht alle perfekt synchronisiert. Da gibt es halt so dieser Kernansprecher, der bei jedem Spiel irgendwie, das hat man bei den letzten Quantic Dream-Spielen auch gemerkt. Aber was sie da gecastet haben,
muss ich auch sagen, das wird dem Spiel auch gerecht. Also, dass sie da nicht irgendwie auf den Euro geschaut haben, sondern wirklich gute Stimmen gewählt haben, finde ich auch. Ich habe das Gefühl, glücklich. Ich kann das nicht mehr so richtig beurteilen, weil okay. ich es immer richtig schlimm finde. Also, ich weiß nicht, wie ihr spielt. Du spielst auch auf Englisch, ne? Ich spiele nur noch auf Englisch. Ja, ich auch. Weil, und das, ich habe es bei Deutsch, habe ich mal kurz aus Interesse reingespielt und ich finde, nicht weil sie es schlecht machen im Deutschen oder irgendwas, aber weil eben die Qualität gerade im Original halt wirklich. Wow, ich meine, Uncharted hat schon eine wahnsinnige Qualität, aber ich finde, Last of Us hat nochmal die Messlatte auf eine neue Höhe gesetzt. So. Unglaublich beeindruckend, die Vertonung und alles. Mhm. Jo. Ja. Jo, also schon ein geiles Spiel geworden. Absolut, ja. Was ich sagen wollte noch genau, weil du meintest, dass du es zum zweiten Mal spielst, das würde ich auch total gerne machen, weil ich habe das Gefühl, dass du am Anfang, dass du so viele krasse Momente hast, wo du dich wirklich auch phasenweise dann vielleicht sogar ein bisschen taub fühlst. Also ich hatte das, ich will jetzt wieder nicht spoilern, aber ich hatte bei dem ganz großen Last of Us Moment, ich glaube, dass ich wirklich 3 oder 4 Spielstunden gebraucht habe, um mich davon erstmal zu erholen. Und der Nico, also Ex-Making Games Chefredakteur, der schreibt mir aktuell die ganze Zeit, weil er jetzt endlich Last of Us 2 spielt. Er hat Ghost of Tsushima abgeschlossen und hat jetzt angefangen. Und jeden Abend bekomme ich immer so 4 oder 5 Nachrichten von ihm und die erste war nur so, also sehr viele Schimpfwörter und der ist emotional immer noch extrem aufgewühlt. Macht Spaß. Ja, ich warte auf das PS5-Upgrade, dann werde ich es nochmal spielen. Oh. Ja, ich glaube, dann werde ich es ein drittes Mal spielen. Gehört jetzt auch schon zum guten Ton bei Last of Us, ne? Ich meine, beim ersten war es genauso. Ja. Gut. Ja. Sonst noch jemand was zu Grafikbomben? Ansonsten kommen wir zum nächsten Abschnitt. Und da wollte ich ein bisschen sprechen über Dinge, die wir dieses Jahr so vermisst haben, die eigentlich auf unserer Palette erscheinen sollten. Da gab es ja so ein paar Dinge, zum Beispiel Elden Ring. Das wurde, glaube ich, 2018 schon auf den Game Awards das erste Mal angesprochen. Mhm. Und seitdem ist irgendwie Ruhe. Und ich meine, Sekiro ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Das war auch 2018, oder? Oder war das 19? Das weiß ich jetzt. Ich glaube, das war 19. Das war 19, das hat ja 2019 Game of the Year gewonnen. Richtig. Okay, dann nehme ich es zurück, weil ich dachte, 2018 ist 2020 und ich meine, das Demon's Souls kam ja von Bluepoint. Das heißt, From Software ist langsam so, dass man mal, also ich, nicht, dass Elden Ring rauskommt, aber dass man mal mehr sieht oder irgendwie überhaupt irgendwas sieht. Ja, das ist immer so, sowas kann ich überhaupt nicht leiden, so ein Spiel ankündigen und dann jahrelang gar nichts mehr dazu sagen. Das ist so. Ja. Das gleiche ist passiert mit The Wolf Among Us 2, auf das ich mich tierisch gefreut habe. Das wurde auch auf den Game Awards 2018 oder 2019 irgendwie angekündigt und seitdem ist auch schon wieder Stille. Kein einziges Wort mehr dazu. Also ich meine, es gab mal dieses eine, wo sie jedoch, wann war die Schließung von Telltale? Das war schon 18, glaube ich. Ja, aber da war auf jeden Fall ja mal dieses Ding, dass das Wolf Among Us so, dass da viel vom Originalteam ja irgendwie mit reingeflossen ist und so und dass das... Es gibt jetzt wieder Telltale, wo teilweise halt auch ehemalige Entwickler dabei sind vom alten Telltale und die andere Hälfte hat irgendwie dieses andere neue Studio gegründet. Mhm. Aber ja, da ist halt auch wieder Stille gewesen. Also ich muss echt sagen, bei Telltale ist es ganz schwierig, finde ich irgendwie, weil ich bin mit Walking Dead nie warm geworden, wirklich nie. Ich fand Guardians of the Galaxy fand ich grauenvoll, Batman habe ich kurz angespielt, war ein bisschen gelangweilt und so, aber Wolf Among Us ist fantastisch. Und dann zweiter Teil wäre schon geil. Ja, da hatten wir drauf gehofft. Ja, worauf wir auch hoffen, ist, dass Biomutant... Ja, das ist irgendwann mal erscheint. Auch so ein Ding. Seit Jahrzehnten gefühlt auf der E3 anspielbar, immer das gleiche Level, aber irgendwie will es nicht erscheinen. Ich habe letztens zu irgendjemandem gesagt, weil kann sein, dass es in der Folge nächste Woche war, aber wo ich gemeint habe, Biomutant ist so ein Spiel, wo man das Gefühl hat, dass man es schon durchgespielt hat, weil man es so oft gesehen hat. Also es fühlt sich an wie so ein 2018er Spiel. Aber ja, es ist immer noch nicht draußen und dabei sah es irgendwie schon vor 1-2 Jahren jetzt schon sehr, sehr fertig aus. Ja. Keine Ahnung, wo es ist. Hm. Ja. Ähnliches passiert mit Dying Light 2. Das habe ich auch 2018 und 2019 jeweils auf der E3 zwar nicht gespielt, aber vorgeführt bekommen. Hast du es nicht auf der Gamescom gespielt 2018? 19? Nee, auf der Gamescom war ich nicht. Also ich habe es auf der E3 beide Jahre vorgeführt bekommen. Im großen Tromborium, ja, hier und wir haben tolle Story und bla bla bla. Und hier hast du noch Collectors-Zeugs und wir kommen dann irgendwann raus, aber ist dieses Jahr wieder nichts passiert.
Ja, ist auch die Frage, ne, ob das halt gerade so die Spiele, die zwar unter Verschiebungen gelitten haben, wie jetzt Cyberpunk oder irgendwas, aber trotzdem halt das Spiel noch rausbringen, ob das eben die andere Seite ist, die halt mit den ganzen Corona-Beschränkungen und sowas nicht, wo das eben nicht so geklappt hat. Ja, aber das sind halt so Dinge, wo dann halt plötzlich gar keine Kommunikation mehr mit der Öffentlichkeit stattfindet, wo dann einfach Stille ist und man dann nur hier sitzt und rätselt. Mhm. Aber was ist denn, bei euch gibt es so Spiele, wo ihr sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt am Ende von 2020 sind und dass es immer noch einfach dieses Fragezeichen, was durch die Räume schwingt. Also ich habe dieses Gefühl eigentlich nicht, weil ich mir immer sage, je länger so ein Spiel braucht, desto besser wird's. Also ich freue mich eher, wenn Spiele dann später kommen. Es gibt ja immer genug Alternativen. Und jetzt nicht auf dem Letz- oder und mit heiser Nadel gestrickt werden oder so. Deswegen, so geht es mir eigentlich gar nicht. Also, dass ich jetzt. Also, ich meine, ich wäre jetzt froh gewesen, wenn generell natürlich so ein paar Namen auf den Next-Gen-Titel gekommen wären. So generell halt. Aber dass ich jetzt sage, ja, unbedingt jetzt Horizon sein müssen oder unbedingt jetzt God of War sein müssen oder so. Aber nicht Spiele mal Updates, müssen. So? Bitte? Nicht mal Updates so? Also ich werde schon mal so ein bisschen, also ich lasse mich dann auch gerne überraschen und ich lasse mich dann auch gerne von tollen Trailern und so. Und jetzt, ich brauche die Updates jetzt auch nicht unbedingt. Klar, mal für die Leute, die so drauf warten, ist es vielleicht mal ganz gut, aber ich sag mir, naja, die werden schon irgendwann was Schönes zeigen. Ich meine, GDA ist ja auch so ein Beispiel, GDA 6, ne? Da wartet man ja auch drauf, dass da mal irgendwann die Ankündigung kommt. Aber jeder weiß, dass es kommen wird und dass es auch, dass es nicht irgendwie dieses Projekt ist, was total schief geht und gegen die Wand fährt und irgendwas und so. Deswegen finde ich ein gutes Beispiel ist Beyond Good and Evil 2. So, ich kann, von mir aus kommt das Spiel 2024, das ist für mich vollkommen in Ordnung so halt, aber wenn ihr so früh anfangt, eine Kommunikation zu starten und auch sagt, uns ist wichtig, die Community mit einzubinden und was ist ich, was und bla, und dann redest du 1,5 Jahre nicht mehr drüber, dann bin ich schon skeptisch, wo ich mir denke, Vorfreude, alles schön und gut so, aber existiert dieses Spiel denn überhaupt noch? Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich habe so das Gefühl, die Spiele, auf die ich mich freue, das sind halt die ganz großen und die werden irgendwann angekündigt und dann weiß ich genau, wie halt ein GDA oder so, oder ein Horizon oder ein God of War oder wie sie alle heißen, oder auch ein Hellblade 2, auf das ich mich sehr freue, da habe ich keine Befürchtung. Auch, ja, ich meine, Hellblade 2 kommt hier und da mal was, auch so ein bisschen zu den Hintergründen, zu Island und so, aber da sage ich mir auch, das ist halt ein vergleichsweise kleines Studio und die haben jetzt nicht irgendwie eine eigene. Das haut sie eben auf ihren YouTube-Kanal haben sie das immer raus, ne? Genau, das finde ich ganz cool. Ich meine, macht ja immer noch Melina. Melina, ja. Die hat ja im Grunde die ganzen, macht ja die ganzen Behind-the-Scenes-Videos. Das ist ja eigentlich ihr Hauptjob gewesen, bevor sie dann gecastet wurde. Und das finde ich super. Das ist genau ausreichend für mich. Ich brauche da jetzt nicht, geht mir auch so wie im Andi ein bisschen. Heutzutage muss ich nicht mehr das halbe Spiel schon vorher gesehen haben. Also auch bei Cyberpunk habe ich ganz bewusst jetzt, da kam glaube ich neulich ein neuer Trailer raus. Ich schaue schon lange nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ne? Aber das ist auch so ein Ding, man hat jetzt so viel gesehen. Und was man, die letzte Nightwire war jetzt vor einer Woche oder zwei oder sowas. Ja. Nee, ich will das gar nicht mehr sehen. Echt nicht. Also ich will es jetzt einfach spielen und fertig. Gut. Ja, ja. Dann bringt uns eigentlich zu der letzten Rubrik. Top-Spiel des Jahres. Zum Fazit des Abends quasi. Was sind so eure Top-Spiele des Jahres? Ich werde jetzt mal nicht die großen Sony-Dinger nennen, weil die werdet ihr noch genug nennen. Also The Last of Us und Ghost of Tsushima gehören bei mir natürlich auch mit auf die Liste. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, da ich ja ab und zu doch auch mal gerne auf PC spiele, Crusader Kings 3. Ich wusste, dass du es sagst. Das war so ein großartiges Spiel dieses Jahr. Vor allen Dingen, weil es halt auch so ein bisschen unerwartet kommt, weil die Paradox-Spiele, die sind ja dann doch eher dafür bekannt, dass sie ja so sperrig und komplex und... Sag jetzt nicht, das ist nicht sperrig und komplex, das Spiel. Es ist sperrig und komplex, aber es macht es trotzdem auf eine sehr gute Weise und es macht sehr verdammt viel Spaß. Ja. Mich schreckt es immer noch so ein bisschen ab, weil auch die Cutter und alle schwärmen von diesem Spiel, aber sagen auch immer wieder so, also brauchst du am Anfang schon ein paar Stunden, ne, bis du irgendwie durchpeilst. Ja. Und das weiß ich nicht, ob ich das hab so, die Geduld. Und ansonsten hatte ich noch sehr viel Freude dieses Jahr mit zwei Remakes, auch wenn das vielleicht nicht
wenn das einige nicht mehr hören können, dieses ganze Remake und Remaster-Gedöns. Ich habe sehr viel Freude gehabt mit Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning, auch wenn das Remaster eher dürftig war. Da hat THQ wirklich nur das Allernötigste gemacht, aber ich hatte trotzdem wieder so wahnsinnig viel Spaß mit dem Spiel. Das war halt schon damals ein großartiges Rollenspiel. Und dann eines der Highlights, meiner Meinung nach, Mafia, die Definitive Edition. Mhm. So gut, dieses Remake. So ich habe beides noch nicht gespielt, aber will beides spielen. Also Mafia 1 ist ja das eine Mafia, was mir fehlt. Ich habe 2 und 3 gespielt. Und das ist eigentlich perfekt. Ja, und das ist halt, wie man so einen Klassiker, das Original, das kannst du heute keinem mehr anbieten. Das ist halt 20 Jahre, das merkt man dem Spiel an. Aber das haben sie so perfekt neu gemacht. Jeder, der eine super Story im Mafia-Universum erleben will, sollte sich das auf jeden Fall nicht hingehen lassen. Ja. Gut, wer möchte jetzt nichts? Ja, also für mich gibt es eigentlich nur der Last of Us Part 2, ganz klar. Da haben wir schon genug drüber geredet. Und ich hoffe sehr, ich habe keine Glaskugel und keine Zeitmaschine, aber ich hoffe sehr, dass ich das Cyberpunk noch dazu rechnen kann. Na, ihr, richtig, liebe Zuhörer, habt den Vorteil, ihr habt es wahrscheinlich schon gespielt. Ich muss das dazu sagen, wir nehmen das ja auf, bevor Cyberpunk erschienen ist. Ja. Deswegen können wir das im rückblickend nicht betrachten. Weil ich habe einfach größtes Vertrauen in die Entwickler. Ich meine, ich habe der Witcher natürlich auch gespielt. Und wir können ja auch alle, wenn die Folge rauskommt, noch einen kleinen Kommentar auf YouTube drunter setzen, wo wir einfach nur Daumen hoch oder runter. Ja, also die beiden Spiele sind für mich die Highlights. Okay. Ja, ich habe tatsächlich, ich gehöre zu den paar Menschen auf dieser Welt, die The Witcher 3 nicht gespielt haben. Das hat zwei Gründe. Erstens bin ich nicht so der Rollenspiel-Mega-Fan und zweitens ich mag lieber Science-Fiction als Fantasy, was uns wieder zu Cyberpunk bringt. Also ich freue mich unheimlich auf Cyberpunk und wenn da irgendwas ist, wo dann Leute sagen, oh, das ist ja genauso wie Witcher, dann sage ich mir, das ist mir scheißegal, weil ich kenne Witcher nicht oder ich habe es nicht gespielt. Also ich glaube, das macht mir noch mehr Spaß als anderen. Ansonsten, klar, The Last of Us, war ich ein Mega-Fan vom ersten Teil und bin ich auch ein Riesen-Fan vom zweiten Teil. Ori hat mir sehr gut gefallen, also nicht nur optisch und an der Akustik her, wie wir es vorhin gelobt haben, sondern wirklich auch spielerisch. Es ist wirklich grandios, finde ich. Und Ghost of Tsushima hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde es jetzt nicht so brillant wie manch andere. Mich hat die Story nicht so gepackt. Aber trotzdem insgesamt ein sehr tolles Spiel. Und am meisten habe ich, glaube ich, wieder investiert Zeit in Online-Matches bei Pro Evolution Soccer. Das ist halt bei mir persönlich der Dauerbrenner. Aber da gab es ja nur so ein Season-Update, ne? Da gab es nur so ein Season-Update. Ja, auf der einen Seite enttäuschend, auf der anderen Seite spielen sie mit offenen Karten. Sie sagen halt eben hier, freut euch auf PES 2022, das wird dann das richtige neue Spiel, es läuft dann auf der PS5 mit neuer Engine und allem. Meinst du, bis dahin hast du deine PS5? Ich denke mal. Immer schön in der Wunde bohren. Ja, Stand jetzt weiß ich noch nicht, ob ich Cyberpunk, auf welcher Konsole ich es spielen werde. Auf der PS5, auf der PS4 Pro oder auf der Xbox One X. Mal gucken. Ja, also bei mir, ich will jetzt auch gar nicht die Sachen, die ihr schon erwähnt habt, jetzt zu Tode reden, aber also mein Highlight ist, mein richtiges Highlight ist Last of Us 2, so, weil ich finde, es ist ein fantastisches Spiel, wie ich schon gesagt habe, und ich finde auch, dass es narrativ fast schon eine neue Liga erschafft im Videospiel-Kosmos so. Dann, ich hoffe, dass ich Cyberpunk dazu zählen kann. Ich liebe Witcher, ist für mich auch eines der besten Spiele der kompletten Generation, also seit 2013. Ich hoffe, dass Cyberpunk sich dazu gesellt, aber weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Ich hoffe oder bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es bei Hades ebenfalls der Fall ist. Ich habe es bisher noch nicht lang gespielt, aber werde es jetzt intensiv auf der Switch spielen und ich habe da große Hoffnungen drin. Formel 1 2020, geil, finde ich. Codemasters, die einfach von Jahr zu Jahr noch besser werden, wenn es um die Formel 1 Spiele geht. Also da, wo sie irgendwie sparen in den anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel bei Grid oder... Ja, Dirt ist ein solides Spiel geworden, so, aber jetzt nicht, das hätte noch besser sein können natürlich. Aber bei Formel 1 finde ich super. Und, habe ich jetzt alle erwähnt,
Ach nee, natürlich nicht. Habe ich noch Valhalla, finde ich tatsächlich geil. Ich spiele es gerade, ich finde es cool. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, irgendwie, dass sie gesagt hätten, wir machen vielleicht ein Jahr Pause, machen es 2021 und konzentrieren uns wirklich auf die neuen Konsolen, dass es vielleicht noch ein bisschen besser aussieht und so. Weil es setzt sich doch von grafischen her und so sehr wenig von Odyssey ab. Sieht sogar phasenweise schlechter aus, finde ich. Sie haben ja eine Jahrpause gemacht. Odyssey war ja schon 2018. Die 2 Jahre Pause. Dann. Ja, Valhalla gefällt mir ganz gut. Und die letzten zwei, die ich sagen will, sind eher kleiner. Und zwar einmal Dreams, was ich tatsächlich fantastisch finde, immer noch. Also ich spiele es wirklich selten, muss ich sagen. Ich schaue meistens immer nur mal kurz rein und gucke mir so die neuen Träume an, die Leute gemacht haben. Finde es aber immer wieder einfach beeindruckend, was da Leute drin bauen halt. Und es war am Anfang, waren es irgendwie coole, witzige Spiele und so. Und es wird jetzt immer komplexer, wo man wirklich, wo Leute VR-Games bauen und was ich, was die auch grafisch echt umhauen. Wo man sich denkt, ey, was mit diesem Baukasten alles möglich ist, ist wirklich fantastisch. Und abschließend natürlich noch ein deutsches Spiel mit reinnehmen. Nicht, weil ich es muss, aber weil ich es will. Eins der Highlights für mich war tatsächlich auch Through Darkest of Times von Paint Bucket Games, weil es ein fantastisches Spiel ist und ich habe auch in meiner Review damals im Februar gesagt, es ist kein Spiel, das unterhalten möchte auf einem Level, wie es ein Cyberpunk tut oder irgendwas, natürlich nicht. Aber das Spiel verfolgt ein anderes Ziel und das in die, also bezogen auf dieses Ziel brilliert dieses Spiel. Und jedem, der mit Serious Games was anfangen kann, der interessiert sich an dem Thema, auch wenn man sich auskennt, lernt man trotzdem viel zusätzlich dazu. Ja, und darauf Bock hat, empfehle ich Through the Darkest of Times. Mhm. Gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Yes. Habt ihr sonst noch irgendwelche rückblickenden Dinge für 2020 zu sagen? Wie war das Jahr so? Also ja, wir haben schon viel... Ich könnte jetzt noch mal Scooter zitieren, aber ich lasse es lieber. Ich bin einfach nur froh, wer es rum ist. Also, als Bayern-Fan geht das Jahr in die Geschichte ein. Matthias, lass uns doch. Hast du noch Highlights? War Energie Cottbus kein Highlight? Nee, wir durften ja unsere Saison nicht zu Ende spielen. Das war stimmt, ja. Und im Moment sieht es schon wieder genauso aus. Ist ja auch schon wieder seit Anfang November eingestellt. Voller Energie in der Lockdown. Ja. Ja, gut. Ja. Hoffen wir mal, dass es bald geschafft ist. So. Dann. Ja, Kino und sowas mal wieder wäre auch geil. Ja. Ja. James Bond. Mir fehlt das Fitnessstudio. Ich schaffe es einfach nicht zu Hause viel zu machen. Ich brauche einfach mein Fitnessstudio, sonst geht da nichts. Sonst mir geht es auch so, nur mit der Bar. Mit der Bar? Statt im Fitnessstudio. Okay. Wünschen wir uns einfach allen ein deutlich besseres 2021. Gerne auch, was Spiele angeht, auch wenn das 2020 jetzt nicht schlecht war, sagen wir mal. Ansonsten, was uns nächstes Jahr so alles an Spielen erwartet, das besprechen wir dann nächste Woche hier an dieser Stelle. Genau, kleiner Spoiler, das sind ich, die Maria, ja, immer der Esel du, nennt sich immer zuerst. Ja. Weil ich als allererstes an mich gedacht habe. David, oder? Nee, Lukas. Lukas und genau, Matthias. Und genau, wir haben Maria mal zu Gast. Oh, nein. Die sonst ja nicht wirklich Zeit für Podcasts hat, unsere Chefin quasi. Mhm. Die auch mal ein bisschen über die Spielezukunft im nächsten Jahr debattiert mit uns. Solltet ihr unbedingt reinhören, liebe Zuhörer. Die Folge dann, wie gesagt, am 1. Januar, sprich, da könnt ihr dann mit Kater schön erstmal schön Podcast hören. Genau. Ja, ja, dann sollte man auf jeden Fall doch schon mal einen guten Rutsch. Gute Beschluss. Guten Rutsch, ja. Einen guten Rutsch wünschen, dass ihr nächste Woche alle gut rüberkommt. Und Stand jetzt wird es ja nicht so ein Silvester, wie man es gewohnt ist, aber gut, muss man durch. Nee, ja. Also wir hoffen natürlich alle, dass ihr und auch also alle von euch, aber auch alle Zuhörer die perfekte Balance finden zwischen gut ins neue Jahr rutschen, aber vielleicht auch ein bisschen sicher. Ne? Ja, und natürlich hoffen wir sehr, dass ihr gesund bleibt und dass auch das nächste Jahr ein gesundes neues Jahr wird, aber die Neujahrsgrüße dann nächste Woche. Und ich werde schauen, dass ich auch im neuen Jahr Gelegenheiten finde, Andi und Thomas hier mal in den Podcast einzuladen. Oli, oli. Immer wieder gerne. Ja, schreibt uns auf jeden Fall, liebe Zuhörer, wie es euch gefallen hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute Zeit hattet dafür. Aber sehr Thomas gerne. Darf erst wieder kommen, wenn er die PS5 hat. Das Gejammer können wir nicht mehr ertragen. Gut, dann... Wie gesagt, schöne Feiertage noch, liebe Hörer, und einen guten Rutsch dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.